Ladies and Gentlemen, das Pre-Show-Match des heutigen Abends ist ein 8-Way First Blood Elimination Match um den 8-Way First Blood Elimination Title festgesetzt für eine Blattrunde. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Philadelphia, Pennsylvania mit einem Gewicht von 88 Kilogramm. Er ist PowerPoint Perfection. True Gulag! Ja, und damit herzlich willkommen zur Pre-Show von Saw Checks and Balances 2021. Mein Name ist Hells Guardian. Aktuell sitze ich hier noch alleine, aber wir sehen hier schon direkt das erste Titelmatch des Abends, und zwar das Match um den First Blood Elimination Title, gehalten von ECW's Matsuda. Und der erste Teilnehmer kam schon zu bringen. Es ist Drew Gulak. Als nächstes aus Mobile, Kansas, mit einem Gewicht von 90 Kilogramm. Er ist der Man of Steel, Joseph And when you call me, I'll be there faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. Oh, 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 oh. So start. Und da ist auch schon Teilnehmer Nummer 2 im Ring, Joseph Gant für ECW. Und wir haben eben erfahren, der finale Teilnehmer an diesem Match ist Patrick Rain. Auch wenn er von sich selber sagt, dass er kein Blut sehen kann, ja, das kann heute noch heiter werden. Full of super problems, so we made up a Superman, but he is just
Rangers aus Winnipeg, Manitoba, Kanada, mit einem Gewicht von 94 Kilogramm, The Kühner. Hey. Ja. Hier kommt auch schon der ehemalige First Blood Champion Kenny Omega, der ja jetzt in der letzten Staffel von Edition quasi Blut geleckt hat. Ich merke schon, so langsam kommen die ganzen blöden Sprüche wieder hoch. Aber es ist einfach so, Omega ist momentan im absoluten Hardcore-Wahn und will hier natürlich wieder ordentlich austeilen, um sich das Titelgold zurückzuholen. Aus Pretoria, Südafrika, mit einem Gewicht von 88 Kilogramm, Flash Scott. Und jetzt kommt Scott Cain zum Ring. Unser South American oder South African. South African, ich vertue mich damit jedes Mal. Ich sag einfach weiter Sauftitel. Vielleicht ist das ja etwas, was Patrick Rain hier ein wenig aufmuntern kann. Er versucht wieder einmal Doppelchamp zu werden. Ich bin gespannt, ob der Kampfkünstler aus Südafrika das hier heute hinkriegt. Er stand schon einmal in diesem Match, konnte es aber nicht gewinnen. Vielleicht macht das heute besser. KGM mit einem Gewicht von 104 Kilogramm. Er ist Japan Worldwide Nakamura Shinsuke. Und jetzt wird es laut in der Arena, denn Shinsuke Nakamura betritt den Ring. Der Anführer von KGM versucht, ein weiteres Stück Titelgold in seine Gruppierung zu bringen. Und ich bin gespannt, ob der King of Swagstyle das hinbekommen wird. Aus Florida mit einem Gewicht
von 120 Kilogramm. The Big Deal Tiger Zombie. Und der nächste Teilnehmer, der zum Ring kommt, ist Titus O'Neil. Der Mann, der neuerdings alleine antritt, nicht mehr Teil der Primetime-Players im herkömmlichen Sinne ist und sich in der vergangenen Staffel mit The Plague angelegt hat. Ja, und jetzt hätte man natürlich The Plague auch in diesem Match erwartet, aber den sehen wir später in der Sam Rogers Memorial Battle Royale. Dafür sehen wir Titus O'Neil im Titelmatch. Das ist schon eine kleine Überraschung. Aus Regensburg, Deutschland, mit einem Gewicht von 123 Kilogramm. Er ist heute zu 51% nüchtern. Satanic Strong Style, Patrick Grant. Ja, und irgendwie erstickt das Mikrofon unseres Ringsprechers jedes Mal, wenn er diesen Mann ankündigen muss. Patrick Rain, dieser Mann hat den Fanvote gewonnen, indem er einfach mal die Hälfte aller Stimmen bekommen hat. Unglaubliches Ergebnis für ihn, aber auch ein unglaublich erfolgreiches. Gab es jetzt Sieger der Lethal Lottery an der Seite von Daniel Bryan, Ehrenlolli des LOL-Movements. Also dieser Mann hat so viel schon erreicht. Ich könnte noch ewig weitermachen, aber jetzt lasst mir einfach nochmal die Musik wirken und dann unsere Championess zum Ring kommen. Aus Osaka, Japan, mit einem Gewicht von 61 Kilogramm. Sie ist die amtierende A-Dragon First Class Elimination Championess, Matsuda! Ja, und damit sind wir jetzt schon knapp 15 Minuten in der Pre-Show dann auch endlich mit dem Einmarsch aller Teilnehmer durch. In diesem Match geht es darum, seinen Gegner zum Bluten zu bringen. Kein Pinfall, keine Submission, keine Disqualifikation, Hauptsache Blut. Und ja, eigentlich wollten wir um 20 Uhr wie immer mit unserer Main-Show anfangen, aber ich glaube, die nachfolgenden Veranstaltungen verzögern sich um die Dauer dieses Matches. Und jetzt geht es gleich auch schon los mit diesem blutbefleckten Titel. Jetzt habe ich schon einen ersten Wortknoten hier drin, aber das ist egal. Wir sehen gleich 8 Leute im Ring und es geht um den First Blood Elimination Title. So, währenddessen wir jetzt hier gerade in den ersten Sekunden dieses Matches sind, können wir hier noch ein bisschen Werbung für den weiteren Abend machen. Wir haben heute Abend ein volles Programm. Checks and Balances ist ein weiterer Cross-Brand-Event hier auf Simulated Action TV. Und wir haben in mehreren Matches die Auswahl unserem Publikum und unserem Stammforum überlassen. Und das heißt, wir haben entweder Wrestler, die in Matches hinzugefügt werden, oder halt auch Match-Auswahlen. Wir haben zum Beispiel im Main-Event wieder mal ein Duell zweier Super-Stables. Wir haben Ignitions Suzuki-Gun auf der einen Seite und ECW's Diners Club auf der anderen Seite. Und hier hat man zum Beispiel die Wahl, ob es ein normales 8-Mann-Tag-Team-Match werden soll, ein Match ohne Regeln, das Hardcore-Match, oder ob das Ganze komplett eskalieren soll in einem Ladder-Match. Wir dürfen gespannt sein, wie die User entschieden haben.
Des Weiteren haben wir auch noch ganz viele andere Duelle, wie zum Beispiel das Duell Champion vs. Champion zwischen Sanyu Egbensi Jr. von ECW und dem frisch gebackenen Initial Ignition Champion Shigehiro Irie. Das ist natürlich auch ein Duell, auf das viele Leute gespannt schauen. Und hier haben wir zum Beispiel die Option Iron Man Match, Last Man Standing Match oder Tables Match. Und auch das verspricht einiges. Sehen wir schon, dass die ersten Grüppchen hier verteilt im Ring und drumherum sind. Drew Gulak versucht es als erstes, die amtierende Championess zu entthronen. Allerdings braucht er hier wohl noch eine ganze Menge mehr Arbeit. Währenddessen kommt einfach Joseph Kent in den Ring geflogen, weil Scott Kane gerade einen mächtigen Whip-In hat folgen lassen und schickt ihn quasi direkt wieder, während ich es sage, nach draußen. Draußen sehen wir noch das Duell zwischen Nakamura und Patrick Rain und Titus O'Neil und Kenny Omega. Also es haben sich hier vier Grüppchen gebildet. Richtig spannend wird es erst, wenn die ersten Personen eliminiert sind und es dann zu Überzahlsituationen kommt. Und dann wird es hier richtig spannend. Zu diesem Titelmatch können wir auch noch sagen, es ist natürlich unser neuester Titel hier bei Simulated Action Wrestling und das ist nach langer Zeit mal wieder ein Titel, der nur Cross-Brand verteidigt wird und auch immer nur in 8-Mann-First-Blood-Matches. Erster Champion hier war Kenny Omega, der konnte den Gürtel allerdings nur eine Pre-Show lang verteidigen, bis Matsuda übernommen hat und jetzt können wir natürlich gespannt sein, haben wir die erste Titelverteidigung heute oder geht der Gürtel direkt weiter und wenn ja, bleibt er bei ECW oder geht er wieder zurück zu Ignition? Im weiteren Verlauf des Abends kommt es dann auch endlich wieder zur Sam Rogers Memorial Battle Royale. Eine Matchart vor vielen, vielen Jahren eingeführt, dann für einige Zeit in Vergessenheit geraten, ist sie jetzt doch wieder fester Teil von Checks and Balances im Saw-Kalender. Und zwar haben wir auch hier die Möglichkeit, einen weiteren Teilnehmer bestimmen zu lassen. Und zwar war das die Option zwischen Kahali, Max Power und Pedro Sanchez. Und man merkt hier natürlich, es ist eine reine Wahlmöglichkeit zwischen ECW, denn wir haben vier Ignition-Teilnehmer in Form von Eddie Edwards, dem Vorjahressieger, Konosuke Takeshita, Tomohiro Ishii und The Plague auf der einen Seite für Ignition, sowie Twisted Fate, Zeta Riemann und dann den besagten, den wir reinwählen können. Nein, natürlich nicht. Wir haben auch das große Comeback vom Fanstar heute Mittag über Twitter exklusiv geteilt. Wie konnte ich ihn vergessen? Aus dem Krankenhaus direkt wieder ins Rampenlicht. Der Fanstar ist zurück und wird in der Sam Rogers Memorial Battle Royale wieder das Tanzbein schwingen. Habe ich eben irgendwo etwas aufspritzen sehen. War das schon die erste Platzwunde? Die Kamera zoomt hier sehr weit raus, um herauszufinden, was passiert ist. Ich meine, es könnte Shinsuke Nakamura getroffen haben. Oder ich sehe auch Kenny Omega nicht. Alter, dann ist doch tatsächlich Kenny Omega schon als erster Teilnehmer eliminiert worden. Was für eine Aktion. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der Ex-Champion hier als erstes die Segel streichen muss.
Fans hier in Indien freuen sich schon über ganz viel Action. Wir sehen zum Beispiel Scott Cain und Joseph Kent, die hier beide sich quasi wieder die Entrance-Rampe nach vorne prügeln. Jetzt sehen wir hier sogar eine Variante des Snapner-Drivers von Kent. Sehr schön gemacht, aber Cain blutet noch nicht, da muss er weiter nachsitzen. Dafür, dass er bis jetzt kein Blut sehen kann, macht das Patrick Rain hier richtig gut. Schnappt sich hier gerade sowohl Drew Gulak als auch Titus O'Neil. Und da zeigt das Mitglied des LOL Movements hier eindeutig, wo der Rocker die Locken hat. Schöne Spinning Powerbomb hier von Rain. Beziehungsweise, es war gar kein Spin-Down, aber es war eine Flat-Out Powerbomb. Es ist gut genug für mich. Und jetzt kommt direkt noch der Ansatz zu seinem Finisher hinterher und Rain räumt hier auf. Wobei, das war ja schon die Falling Powerbomb eben gegen Gulak und dann haut hier danach noch direkt den Rain Rock hinterher. Also Rain hat hier direkt zwei Finisher hintereinander gezeigt, ja nicht, dass er jetzt hier schon sein ganzes Pulver verschossen hat. Und da blutet der Nächste. Und es scheint Matsuda getroffen zu haben. Das heißt, wir kriegen heute Abend einen neuen Schnittkill. Matsuda hält sich ihr Gesicht und verlässt die Arena. Das war doch jetzt echt nicht zu glauben, dass Ex-Champion und amtierender Champion die Ersten sind, die hier rausfliegen. Was für eine Aktion hier direkt in der Pre-Show. Champ und Ex-Champ als Erstes raus. Wir werden definitiv einen neuen Champion kriegen. Eine gerade Faust hier von Kent gegen Scott Cain, aber das scheint den Südafrikaner hier überhaupt nicht wirklich zu interessieren. Er steht einfach auf und zeigt hier noch einen Death Valley Driver hinterher. Rain scheint sich übergeben zu müssen, nachdem er da gerade die Platzwunde von Matsuda gesehen zu haben scheint. Schade, schade, schade. Da muss gleich einer in Gang 2 aufwischen. Im Ring sehen wir da momentan ein reines Ignition-Duell zwischen Nakamura, O'Neil und Gulak. Und O'Neil ist der Letzte, der steht. Rain kommt langsam wieder auf die Beine. Ich glaube, wenn jetzt Kent oder Cain anfangen zu bluten, geht es wieder von vorne los. Währenddessen sehen wir im Ring eine massive Powerbomb von Titus O'Neil gegen den letzten Sieger von NXT, Drew Gulak. Ja, noch 4 Minuten, bis die eigentliche Hauptshow anfangen sollte. Aber wir sehen, in der Pre-Show dauert es heute ein wenig länger. Die Action spricht für sich. Wir haben keinen aktuellen First Blood Elimination Champion mehr. Matsuda wurde bereits eliminiert als Zweite in diesem Duell. Die erste eliminierte Person war Kenny Omega. Das heißt, wir sind jetzt hier quasi nur noch bei 3 ECW-Vertretern und 3 Ignition-Vertretern. Also was das Crossbrand hier angeht, immer noch ausgeglichen auf beiden Seiten. Nur mit der Good Night's Rest, aber das bringt hier noch nicht die Entscheidung. Dann noch diesen Backbreaker auf den Nacken, also diesen Backbreaker-Neckbreaker-Kombination gegen Kane hinterher. Bringt alles nicht wirklich viel. Die Gegner bluten zu lassen ist hier das Ziel. Aber die Aktionen gehen momentan eher so in Richtung Oberkörper
Das ist nicht wirklich, ja, ich glaube kaum, dass hier ein Pektoralmuskel zu bluten beginnt. Das wäre schon sehr, sehr selten. Ich glaube, die gute alte Platzwunde im Gesicht ist immer noch die effektivste Methode. Diese Aktion von Nakamura war schon zielführender. Dieser Reverse Suplex ging aufs Gesicht von O'Neill und jetzt der Kniestoß hinterher. So langsam schaltet der Boss von KGM, woran es hier hapert. Wir brauchen mehr Blut. Nakamura sei an dieser Stelle aber auch verziehen, denn es ist sein erstes First Blood Match in seiner Karriere bei Simulated Action Wrestling. Auch mit seinem ersten Run vor ein paar Jahren hatte er dieses Match bis jetzt noch nicht bestritten. Das heißt, eine absolute Premiere für ihn hier an dieser Stelle. Ebenso geben ihr heutiges Checks and Balances Debüt Scott Kane, Drew Gulak, Matsuda, Shinsuke Nakamura, Titus O'Neil und Patrick Rain. Also sehr viele Premieren hier in der Pre-Show des heutigen Abends. So, jetzt zählen wir nochmal durch. Wir sehen O'Neil und Kane außerhalb des Ringes. Oben am Bildrand sehen wir außerhalb des Ringes noch Shinsuke Nakamura und im Ring sehen wir Drew Gulak, der Joseph Kent hier einmal zeigt, wie viele Arten von Überwürfen es im Ringkampf so gibt. Ja, aber das bringt den Superhelden-Fan hier auch nicht zum Bluten. Patrick Rain habe ich auch schon längere Zeit nicht mehr gesehen. Ob er sich wieder am Übergeben ist, diesmal außerhalb der Perspektive unserer Hardcam, bleibt jetzt mal offen. Nächster Good Night's Rest von Nakamura hier gegen Gulak und er blutet nicht. Also irgendwie hat er heute sehr gepolsterte Knie, der Guten. Oh, jetzt wird Tat. Die Paradeaktion des Super Dragon kommt hier und Scott Kane ist raus. Und ich krieg gerade von der Regie drauf, dass Patrick Rain aus dem Match ebenfalls ausgeschieden ist. Das ist mir dann komplett entgangen. Gut, damit sind wir dann bei den letzten vier verbliebenen Leuten und auch hier sind wir wieder ausgeglichen. Zweimal ECW in Form von... Nein, Scott Kane ist raus. Dann sind wir nur noch bei drei Leuten. Joseph Kent als alleiniger Vertreter von ECW gegen Titus O'Neil und Shinsuke Nakamura für Ignition. Wer wird hier mit dem Titelgold aus der Pre-Show rausgehen? Ich sehe gerade, dass Drew Gulak doch noch dabei ist und dann eliminiert Shinsuke Nakamura ihn ebenfalls. Ja, der Apron bleibt der härteste Teil des Ringes. Das muss Gulak hier auch eingestehen mit seiner klaffenden Platzwunde. Ich glaube, das muss er in einer PowerPoint noch einmal herausarbeiten. Und da kommt ein DDT von Titus O'Neil und Nakamura ist auch raus. Das heißt, wir sind jetzt bei Joseph Kent gegen Titus O'Neil um den First Blood Elimination Title. Ja, das ist jetzt natürlich unglaublich. Titus O'Neil auf dem Weg zurück in die Primetime. Oder wird hier Joseph Kent, der ja in der letzten Staffel eher Anhängsel von Twisted Fate geworden ist, hier seinen Mentor übertreffen und das Titelgold in diese Mini-Gruppierung holen? Das ist jetzt wirklich spannend zu erfahren. Twisted Fate sehen wir ja später in der Sam Rogers Battle Royale. Aber da geht es halt nicht um Titelgold. Und wenn Joseph Kent da ein Gürtel mit in die erste Folge von ECW mitbringt, dann ist sicher wieder Feuer in der Bude. Apropos, wir sind ab jetzt wieder die nächsten Wochen jeden Dienstag
ab 20 Uhr live mit ECW. Heute die Pre-Show im Auftakt dieser Staffel, quasi wieder ab 19:30 Uhr. Und da ist der Apron der Entscheider. Titus O'Neil ist der neue Champion für den First Class. Der Sieger. Der Sieger und neuer AWA First Blood Elimination Champion, Titus O'Neil! Ja, unglaubliche Bilder sehen wir hier. Den Primetime-Player mit einem Titelgold. Das hätten wir vor einem Dreivierteljahr nicht mehr für möglich gehalten. Und wir haben auch die Pre-Show kaum überzogen. Das heißt, wir können hier wahrscheinlich gleich direkt weitermachen mit dem Auftakt von Checks and Balances. Bleibt dran, in wenigen Momenten geht es auch schon los mit dem Pay-Per-View des Abends. Drinking more liquor, driving a broke bigger. I'm with Mo Sippers, watched by gold diggers. Rocking Bajor denims with gold zippers. Lost your touch, we kept ours. Popping crystals, freaking the three-quarter reptiles. Enormous cream, forest green. Binge G for my team, so while you sleep, I'm a scheme. You see through, so why nobody never gonna believe you. You should do what we do, stack chips like... Don't let the melody intrigue you, cause I'll leave you. I'm only here for that green paper with I'm strictly trying to cop those colossal size Picassos and have poppy flips outside, don't got those. The end up with cash flowing like Sosa and the Latin chick. Stampeding over pop modes, never sober. Flexing Range Rovers, up here with my Minnesota. Avoiding arcs with camcorders and Chevy Novas. Stash in a building with this chick named Alona from Daytona. When I was young, I want the boner. But now I only hit chicks who win beauty pageants. Tricking and taking me skiing at the Aspens. Gangsta mental, stay popping crystal. My tip, handling the act, coupe the dark brown. Pinky ringing, gondolas with the man singing. Italian music down the river with your chick clinging. To my closet, player, you mad for. Acting hard when you was f***y as RuPaul's. Come on. The whole family, dressed in all black like the Omen. Have your friends singing, this is for my homies. And you know me, for making me so sick. Lost in my six with the Lex on the wrist. If it's murder.
it unfolds, I suppose it's old partner, but the beat goes on. That I don't, that don't. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot, do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. You better no more games, I'ma change what you call rage. Tear this motherfucking roof off like two dogs cage. I was playing in. Beginning, the mood all changed. I've been chewed up and spit out and booed off stage. But I kept rhyming and stepped right in the next cipher. Best believe somebody's paying the Pied Piper. All the pain inside amplified by the fact that I can't get by with my 9 to 5. And I can't provide the right type of life for my family. Cause man, these goddamn food stamps don't buy diapers. And it's no movie, there's no Mekhi Pfeiffer. This is my life and these times are so hard. And it's getting even harder trying to feed and water my seed. Plus, see the daughter caught up between being a father and a prima donna. Baby mama drama screaming order too much for me to wanna stay in one spot. Another damn monotony's gotten me to the point I'm like a snail. I've got to formulate a plot or end up in jail or shot. Success is my only motherfucking option. Failure's not. Mama love you, but this trail has got to go. I cannot grow old in Salem's lot. So here I go, it's my shot. Feet fail me not. Cause maybe the only opportunity that I got. You better lose yourself in the music the moment you own it. You better never let it go. You only get one shot. Do not miss your chance to blow. This opportunity comes once in a lifetime. Set your mind to, man. Mom's spaghetti. Ladies and Gentlemen, der Opener des heutigen Abends ist die Sam Rogers Memorial Battle Royale. Zu den Teilnehmern, zuerst aus Boston, Massachusetts, mit einem Gewicht von 97 Kilogramm, Private Eye, Eddie Edwards. Und damit noch einmal offiziell herzlich willkommen zu Saw Checks and Balances 2021 hier aus der wunderbaren Gandhi Indoor Stadium Arena in Indien. Mein Name ist Hells Guardian, an meiner Seite neben unserem Ringsprecher, dem Wrestling Nerd, auch der Kollege Showstopper, den ich jetzt offiziell auch an meiner Seite begrüße. Hallo Showstopper. Hallo Hells, hallo Nerd, hallo Saw Universe. Willkommen zu Saw Checks and Balances. Ja, wir haben ja einen wirklich großen Abend vor uns. Es ist der Abend des
der Fans der Abend des Saw Universe, denn alle Matches, die wir heute auf der Card haben, haben eine besondere Stipulation oder eine besondere Regel, und das Saw Universe, ihr Leute da draußen, ihr wart diejenigen, die letzten Endes bestimmt haben, wer an den Matches teilnimmt oder wer oder welche gesonderte Stipulation für dieses Match gilt. Und ja, das ist ein besonderer Abend und meines Erachtens der perfekte Auftakt für die neue Staffel ECW. Als nächstes, er steigt aus dem Krankenhaus zurück auf die Bühne von Saw. Mit einem Gewicht von 109 Kilogramm, der Fanstar! Ja, und das ist das Comeback des Abends. Heute Mittag exklusiv auf unserem Twitter-Handle berichtet, ist der Fanstar nach seiner schweren Verletzung doch tatsächlich wieder in der Lage, diesen fantastischen Hüftschwung zu zeigen und hier in die Arena zu tanzen. Der Disco King ist zurück im Wrestling-Ring und ich glaube, wir sehen hier, wie die Massen in Indien sind total aus dem Häuschen und wollen, dass dieser Mann hier die Battle Royale gewinnt. Naja, das ist absolut verständlich. Also mit den musikalischen und tänzerischen Fähigkeiten würde es mich nicht wundern, wenn der Fanstar nach dieser Show noch für den ein oder anderen Bollywood-Streifen angeworben wird. Es ist jedenfalls nicht auszuschließen. Auf jeden Fall ist es ein Zeichen, dass er auch hier mitten in Indien der absolute Publikumsliebling ist und dass ihm womöglich sehr viele Fans die Daumen drücken werden. Aus Osaka, Japan, mit einem Gewicht von 99 Kilogramm, The Rising Tide, Takeshita Konosuke! Ja, und da geht der Abend von KGM weiter nach der beeindruckenden, aber letztlich doch erfolglosen Leistung von Nakamura Shinsuke. Sehen wir jetzt hier Takeshita Konosuke auf dem Weg zum Ring. Vielleicht holt er ja jetzt hier den ersten Achtungserfolg für die japanische Truppe. Ja, es wäre auf jeden Fall ja Zeit, dass er auch mal wieder beweisen kann, was er drauf hat. In der letzten Ignition-Staffel war er ja nicht unbedingt von größtem Erfolg geschieden, denn sowohl in seinem Match gegen Timothy Thatcher als auch beim Pay-Per-View im Tag-Team mit gegen Ringkampf war er leider etwas erfolglos. Von daher, ja, die Hoffnung stirbt zuletzt und hier in der Battle Royale hat er sicherlich immer noch gute Chancen. Mit einem Gewicht von 86 Kilogramm, The Plague! Ja, und da sehen wir den Gegner von Titus O'Neil in unserem letzten Ignition Pay-Per-View, dem SummerSlam. Da unterlag er dem Primetime-Player und dieser hat eben in der Pre-Show doch tatsächlich den First Blood Elimination Title geholt. Fragt sich jetzt nur, was für The Plague übrig bleibt. Ja, mit einem Battle Royale Sieg wird er sich natürlich auch wieder gut platzieren und würde damit sicherlich auch die Niederlage beim SummerSlam vergessen lassen.
Aber eine Frage bewegt mich jetzt doch, Hells. Ist das jetzt ein 8-Man First Blood Elimination Titus? Das müssen wir Titus O'Neil definitiv fragen, bevor er das nächste Match macht. Aber das klingt eigentlich durchaus plausibel. Und da ist die Bildstörung auch schon behoben und wir sehen wieder das normale Bild in unserer Hardcam, die gerade auf The Plague hineinzoomt. Aber damit zum nächsten Teilnehmer. Nächstes aus Ushinaruhaiwa mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, The Friendly Helper, Heishi Tomohiro! Ja, und weiter geht es mit dem nächsten Teilnehmer von KGM und ich glaube, ich und Takeshita können zusammen hier ordentlich für Furore sorgen. Wenn das Teamplay nicht auf der Strecke bleibt, wie siehst du das, Showstopper? Glaubst du, die beiden werden zusammenarbeiten oder werden die das unter sich ausmachen? Also ich denke mal, sie werden bestmöglich zusammenarbeiten, auch wenn es natürlich ganz klassischerweise am Ende heißt, jeder für sich. Und ja, aber warum sollte man nicht so lange den Teamvorteil nutzen und sich eben gegen die anderen Teilnehmer verbinden? Als nächstes aus Las Vegas, Nevada, mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, der Magier Twisted Fate! Ja, das ist jetzt natürlich ein spektakulärer Spitzname für Twisted Fate. Wenn man nicht wüsste, dass bei ECW noch andere Zauberer und Magier unterwegs sind. Aber es ist natürlich gut für ihn, dass er sich direkt als der Magier bezeichnet. Immerhin hat er auch schon eine kleine Schar von Helfern um sich herum geschart. Wenn wir uns zurückerinnern an die letzte Staffel von ECW, haben wir gesehen, dass er Joseph Kent unter seine Kontrolle brachte und letztlich auch die Kontrolle von Brent Rogers nach deren Match übernahm. Ja, diese Helfer können ihm an dieser Stelle allerdings nicht weiterhelfen, aber vielleicht kann er sich ja noch einen weiteren heranziehen, denn wir haben ja schließlich noch einen freundlichen Helfer hier im Match mit dabei. Bulgarien mit einem Gewicht von 100 Kilogramm, The Last Prime, Setariman! Ja, und bei Setariman bin ich echt gespannt, wie er sich hier schlägt. Er ist ja in seiner Zeit bei NXT als der Mann für Three-Way Dances bekannt geworden, war super erfolgreich in dieser Matchart, aber jetzt stehen 7 weitere Leute im Ring. Ich bin gespannt, ob er auch diese Formel mathematisch lösen kann. Wenn einer das mathematisch kann, dann ihn. Ja, nicht nur das, es sorgt auch dafür, dass wir uns ein bisschen wie im Wembley-Stadion fühlen können, denn nachdem wir vorhin noch Kind of Magic hatten, kam jetzt direkt danach Hammer to Fall. Damit kann ich gut leben.
last but not least. Aus Barcelona, Spanien, mit einem Gewicht von 111 Kilogramm, Incredible Pedro Sanchez! Und da kommt der Mann, der vierfacher Teilnehmer an der Sam Rogers Memorial Battle Royale ist. Einmal hat er sie gewonnen, leidet als Mike Vega. Dieses wurde aber annulliert, dieses Duell. Und jetzt ist natürlich seine Chance gekommen, sich vielleicht den Sieg jetzt doch zu holen. Auch dank des Fanvotings, auch wenn die Leute in Indien hier aus Leibeskräften buhen, das wäre die Chance für Pedro Sanchez, hier ein für alle Mal richtig zu stellen, dass er der Sieger ist. Und da eliminiert er direkt Zeta Riemann als erstes. Ja, die Inder können beruhigt sein. Die Zeta-Variante ist damit schon mal aus dem Weg geschafft. Und jetzt haben wir hier natürlich auch genau die Vermischung, die wir an dieser Stelle erwartet haben. Wir sehen jetzt Pedro Sanchez, der auf The Plague losgeht. Wir sehen Twisted Fate hier gegen Takeshita Konosuke, der allerdings von Ishii Tomohiro unterstützt wird. Und wir sehen den Fanstar, der sich gerade an Eddie Edwards versucht. Ja, ich komme immer noch nicht drauf klar auf diesen. Ich habe Zeta Riemann große Chancen ausgerechnet und da haut Pedro Sanchez ihm mit dieser massiven Clothesline fast den Kopf ab und eliminiert ihn nach wenigen Sekunden. Unglaublich. Ja, da könnte man sicherlich sagen, dass sich Zeta Riemann an der Stelle etwas verkalkuliert hat. Etwas verkalkuliert haben könnte sich jetzt auch The Plague, der sich gerade mit dem Fenster anlegt, was beim Publikum auch nicht unbedingt sehr erfreut quittiert wird. Gleichzeitig sehen wir weiter, wie sich KGM am Magier versuchen. Aber der hatte in der letzten Staffel schon bewiesen, dass er auch sehr gut gegen zwei Leute mithalten kann. Ja, durchaus richtig. Und man merkt hier erstmal schon den Schock nach den ersten Sekunden an. Da hat doch Tomohiro Ishii Takeshita einfach mit dem German Suplex wegbefördert. Ich weiß nicht, ob er ihn da vor irgendwas beschützen wollte. Takeshita liegt jetzt unter dem untersten Seil. Also die Leute sind komplett in Schock und werfen ihre eigenen Teampartner quasi über den Haufen. Ja, Twisted Fate versucht gerade den Fans das kann natürlich auch einfach daran liegen. Ja. Es kann natürlich auch daran liegen, dass Twisted Fate da vielleicht einfach der Keshita Konosuke hypnotisiert hat oder ähnliches. Aber Ishii lässt sich davon nicht beirren und versucht jetzt den Magier aus dem Ring zu befördern, zusammen mit Eddie Edwards, und es klappt. Ja, das war's dann für Twisted Fate und Eddie Edwards ist einer der wenigen, der hier doch die Möglichkeit hat, direkt zweifacher Sieger einer Sam Rogers Memorial Battle Royale zu werden, denn er hat die Ausgabe im Vorjahr gewonnen. Das wäre natürlich für den Detektiv ein klasse Ende, nachdem seine Staffel ja dann doch schon eher ein bisschen schwieriger lief mit Kenny Omega. Aber so viel ist hier noch drin in diesem Match. Wir haben ja immer noch 6 Leute am Start. The Plague ist jetzt übers oberste Seil gegangen. Takeshita kann ihn aber noch nicht eliminieren. Also das ist hier noch alles offen. Edwards versucht es, aber Sanchez will ihn jetzt über die Ringecke befördern. Das ist natürlich auch eine clevere Möglichkeit. Und das war's für Eddie Edwards. Pedro Sanchez mit seiner zweiten Eliminierung. Ja, aber Pedro Sanchez kann sich nicht allzu lange freuen, denn da ist tatsächlich Takeshita Konosuke und sorgt dafür, dass auch Pedro Sanchez übers oberste Seil fliegt. Ja, und damit bleibt es dabei, dass wir keinen mehrfachen Sieger dieser Battle Royale bekommen. Also auch wenn das annulliert wurde, hätte Pedro Sanchez ja als Mike Vega schon mal sich einen Sieg aufschreiben können, inoffiziell zumindest. Das bleibt jetzt aus. Wir werden auch wieder mal einen neuen Sieger in der Sam Rogers Memorial Battle Royale haben. Ja, und hier sehen wir doch, dass das Team von KGM sehr gut funktioniert. Der Versuch der synchronen Eliminierung vom Fenster und von The Plague hat leider an dieser Stelle nicht geklappt, aber es zeigt eben, das Teamwork zwischen den beiden funktioniert wunderbar und sie sind ja auch zwei der vier Letzten, die hier noch im Ring verblieben sind.
Ja, und wir sehen hier gerade der Fanstar, wieder der letzte Vertreter von ECW. Also das ist hier wieder ein finsterer Abend für das Lila Brand. Dabei hat die Show gerade erst angefangen. Das wird jetzt schwer. Ja, du sagst es, es könnte zu ein finsterer Abend werden, aber es kann genauso gut ein fensterer Abend werden. Wenn er es tatsächlich schaffen sollte, hier sich gegen alle drei durchzusetzen, dann würde er natürlich wirklich zu einem der ganz Großen im Roster werden. Auch wenn er jetzt das Problem hat, dass Ishii versucht, ihn zu eliminieren. Aber da kann er sich noch mal rauswinden, denn da hat seine eigene Kraft noch ausgereicht. Ja, man muss auch einfach mal festhalten, der Fanstar war Runner-up im Royal Rumble, als Hell's Guardian nach seinem Comeback dieses Match direkt gewann. Also da war der Fanstar ja auch schon kurz vor dem Upset des Jahrzehnts hier bei Simulated Action Wrestling. Und wenn einer weiß, wie man in den letzten Sekunden und Minuten einer Battle Royale agiert, dann der Fanstar. Das ist ein enormer Wissensvorsprung. Wenn man sich jetzt Ishii oder Takeshita ansieht, die sind ja noch relativ neu hier bei Simulated Action Wrestling, aber ich sehe da nur The Plague, der ansatzweise weiß, wie man mit diesem Druck umgeht. Ja, The Plague und der Fanstar sind sicherlich die beiden mit der größten Erfahrung hier bei Simulated Action Wrestling. Und wir sehen auch, dass The Plague bereit ist, die auszuspielen, denn er zeigt hier einen wunderbaren V-Trigger gegen Takeshita Konosuke und setzt jetzt auch mit dem Saito nach. Er hat sich jetzt wirklich vorgenommen, seine Gegner zu vernichten, und er hat sicherlich auch die Mittel, um das durchzusetzen. Währenddessen sehen wir wieder Tomohiro Ishii, der versucht, den Fanstar zu eliminieren. Aber der Fanstar ist auch gut einen Kopf größer als Ishii. Also da muss schon einiges passieren. Währenddessen schnappt sich der Fanstar jetzt einfach Takeshita. Sprach er, und dann drehte sich der ganze Spieß. Jetzt ist Takeshita an der Stelle und versucht, den Fanstar zu eliminieren. Und wieder ist der Disco King in höchster Not. Ja, aber auch Takeshita schafft es nicht. Der Disco King ist da noch zu clever und sicherlich auch noch zu fit, um hier sich geschlagen zu geben. Und jetzt sehen wir hier tatsächlich den RKO aus dem Nichts von The Plague. Ja, wunderschön. Schöner Cutter hier von The Plague, und Takeshita macht wieder das einzig Richtige. Er rollt unter das unterste Seil. So kann er schwieriger eliminiert werden. Ishii schaut nach dem Rechten und bringt ihn wieder auf die Beine. Jay Briscoe ist doch gar nicht mit dabei. Ja, darum ging es jetzt auch nicht, aber es sah eher so aus, als ob Ishii die Hilfe von seinem Stable-Kumpan bräuchte hier gegen The Plague oder den Fanstar. Und das ist jetzt hier wirklich das Duell KGM gegen den Rest. Ja, und das war's schon für die Hälfte von KGM, denn jetzt hat es Fanstar tatsächlich geschafft, Takeshita Konosuke rauszuschicken, während er sich jetzt gerade zusammen mit Ishii an The Plague versucht. Aber das sieht relativ schlecht aus. Der kann sich gut festhalten und er kommt wohl auch wieder zurück in den Ring. Damit wären wir in den Final Three dieses Matches, und The Plague macht das einzig Richtige. Er schont seine Energie und setzt sich erstmal hin. Ja, das ist sicherlich
das folgende Match ist ein Ladder-Match. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Los Angeles, California, mit einem Gewicht von 76 Kilogramm, The Ladder God, TJ Burton. Ja, und damit sind wir schon bei dem zweiten Match von Checks and Balances, wenn wir die Pre-Show mal abziehen. Und wir haben jetzt schon einen heißen Anwärter auf das Match des Jahres. Wir haben den Ladder God TJ Perkins und wir haben Mr. Ladder-Tastic Zachary Booth in einem Ladder-Match. Und wenn wir nachdenken, wie geil und spektakulär das Match gegen Matsuda war, was Zachary Brooks da gezeigt hat, dann steht uns hier ein wahrer Klassiker ins Haus. Ja, du hast es angesprochen. Beides sind Experten auf der Leiter. Beide sind für gute Matches bekannt. Und ja, der Hype ist groß. Und sein Gegner aus Houston, Texas, mit einem Gewicht von 70 Kilogramm, The King of Flip Style, Zachary Brooks. Und damit geht hier die Wembley Party im Queen Style auch schon wieder weiter. Das müsste dich doch komplett begeistern, oder? Ja, definitiv was Großes und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Match. Und wenn wir jetzt noch an die guten alten Tage des Interpromotional Lightweight Titles zurückdenken, das wäre wirklich eine Begegnung, die diesem Titel mehr als nur würdig gewesen wäre. Nichtsdestotrotz gehen wir hier direkt in die Vollen und Perkins deppt erstmal. Ja, das ist natürlich auch das, wofür TJ Perkins leider auch bekannt ist. Er ist ein sehr guter Wrestler, wie er in den letzten Staffeln gegen Chris Jericho und auch gegen Adam Cole gezeigt hat. Aber er lässt sich halt leider immer noch zu häufig von Kleinigkeiten ablenken. Ganz im Gegensatz zu Zachary Brooks, der inzwischen so ein Tempo teilweise drauf hat, dass man das Gefühl haben muss, dass der wirklich alles um sich rum mitkriegen kann. Ja, definitiv. Und ich würde hier jetzt auch gerne nochmal das reichste Cruiserweight der Welt, Ricochet, in diesen Lostopf werfen. Der ist auch sehr schnell. Oder einen Will Ospreay, der Funky Monkey, der ist ja auch ein begnadeter Highflyer. Also wir hätten so viel Potenzial in der Lightweight-Szene. Aber nichtsdestotrotz, wir wollen nicht meckern. Das ist ein absolutes Dream-Match, was wir hier heute sehen. Und dann auch noch als Krönung, als Ladder-Match. Das kann nur spektakulär werden. Ja, nicht zu vergessen natürlich auch Leute wie der junge Moselländer, sprich Kid aus Trier, der ja auch durchaus bewiesen hat, dass er eben nicht nur ein guter Lightweight-Wrestler ist, sondern der eben auch als ehemaliger ECW Global Heavyweight Champion eben gezeigt hat, dass er wirklich auch zu großen Leistungen imstande ist. Ja, man merkt ein bisschen, dass wir ein paar Wochen Pause hatten. Ich werde jetzt schon allmählich heiser. Das wird noch richtig lustig, weil wir noch einen ganzen Schwung an Matches haben und die werden nicht weniger spektakulär als dieses Match. Ja, aber ganz, wir wollen ehrlich sein, das ist doch genau das, warum wir uns alle so auf Checks and Balances freuen. Es ist einfach wirklich der Abend für die Fans. Die können selber bestimmen, wie ihre Matches ausfallen sollen, wie die Matches aussehen sollen. Und dementsprechend
sind wir hier natürlich immer auf der Suche nach dem nächsten Klassiker und auch dieses Match kann natürlich versprechen, ein solcher zu werden, denn wir sehen hier jetzt gerade auch eine wunderschöne Offensive von TJ Perkins. Ja, das ist schon fantastisch, was Perkins so zeigt und wir haben ja auch in den letzten Monaten gesehen, mit was für einer steilen Kurve Perkins an die Spitze schießt. Sei es Chris Jericho, sei es Adam Cole, TJ Perkins ist gerade im absoluten Überholmodus und mit seiner Paradedisziplin im Ladder-Match ist das natürlich auch noch ein dickes Faustpfand in der Hinterhand, dass er sich zum Beispiel in so einem Match wunderbar zeigen kann. Aber auch ohne Leiter sehen wir hier einiges Spektakuläres, wie diesen eingesprungenen Moonsault hier von Zachary Brooks, der jetzt hier allmählich das Kommando wieder zurückhaben will und das Kommando übernimmt. Aber das lässt Perkins überhaupt nicht zu. Er powerbombt ihn einfach und hebt ihn aus. Ja, da zeigt sich eben, dass ein TJ Perkins genau weiß, was man in einem solchen Match machen soll. Wie wir auch hier wieder sehen mit diesem schönen Slingshot-Backdrop nach draußen. Eine sehr effektive, auch relativ riskante Aktion. Und jetzt mit dem Frog Splash hinterher. Damit kann er natürlich dieses Match nicht gewinnen, aber es reicht natürlich, um Zachary Brooks erstmal ordentlich zu schwächen. Ja, und darauf kommt es dann unterm Strich auch an. Der Gegner muss lange genug unten bleiben, dass man in Ruhe auf die Leiter gehen und die 42 Karabinerhaken oberhalb des Ringes lösen kann. Und was für eine Aktion war das denn jetzt bitte? Es sollte eine Powerbomb werden, aber Brooks dreht durch und macht das Ganze zu einer Hurricanrana. Was für eine Aktion. Ja, da zeigt sich eben auch, wie gut Brooks letzten Endes ist. Und das sieht jetzt auch relativ gefährlich aus. Beide steigen auf das Top Rope und jetzt Hurricanrana und Zachary Brooks landet auf der Leiter. Oh mein Gott! Ja, und das kann es hier eventuell schon gewesen sein, denn Brooks ist ziemlich ungünstig gelandet. Und jetzt sehen wir da auch noch wieder irgendeinen Kerl in Badehose, der zum Ring läuft und Brooks anspringt. Also das sollte hier tunlichst nicht geschehen. Da muss die Security in Delhi ein bisschen energischer sein. Ich weiß auch nicht, was dieser Mann hier gerade will. Aber Perkins lässt sich da nicht beirren. Er nimmt hier Brooks direkt ins Visier. Ja, Perkins weiß natürlich auch, worum es geht. Auch wenn er jetzt erstmal versucht, den Angreifer ein bisschen aus dem Weg zu räumen. Aber immerhin, jetzt kann TJ Perkins auch nicht mehr behaupten, dass er das Opfer einer Verschwörung ist. Denn jetzt ist er mal der. Ja, und jetzt passiert das, was alle sehen wollen. Beide stehen auf der Leiter und liefern sich einen Schlagabtausch. Aber da ist dieser random Dude in Badehose schon wieder. Aber Brooks zeigt den Attitude Adjustment von der Leiter. Ich werd verrückt hier. AA vor der Leiter und ja, der Fremde hat jetzt erstmal die Leiter umgeschubst und verpasst jetzt Brooks auch noch eine Powerbomb. Ja, ganz mysteriös. Also ich bin mal gespannt, wer das sein soll und was der Hintergrund war für die Attacke oder ob TJ Perkins da vielleicht einfach mal ein bisschen Geld locker gemacht hat, um jetzt eben auch mal einen Hilfsmann für seine Matches zu kriegen. Und die Leiter steht auch schon wieder und es soll jetzt hier die nächste Aktion geben, aber Perkins nimmt hier erstmal die Luft aus Brooks, lässt den nächsten Dab folgen. Aber was jetzt? Ja, jetzt geht es für Perkins erst einmal in die Ringecke und Brooks kann einige Vorarms in den Rücken zeigen. Das sind jetzt natürlich nicht mehr die spektakulären Aktionen, aber sie sind natürlich höchst effektiv.
jetzt TJ Perkins in der Tree of Woe Position. Und ja, dann kann man einfach noch mit ein paar Knee Strikes nachsetzen. TJ Perkins hängt eh gerade nur sinnlos in der Gegend rum. Ja, und wenn man rumhängt, kann man die Zeit auch produktiv nutzen, indem man einfach die Leiter erklimmt oder in Form von Zachary Brooks erstmal eine große Runde darum nimmt und Maß nimmt. Aber die Top-Rope-Aktion wird nicht passieren, denn Perkins steht schon wieder. Falsch! Um Gottes Willen. Was für eine Powerbomb quasi in die Ringecke durch TJ Perkins und der setzt nach. Das ist doch der Ansatz zum Buster Sword und das Buster Sword geht durch. Ja, und Perkins hat jetzt hier klar die Vorteile auf seiner Seite. Erst diesen random Eingriff von diesem Kerl da und jetzt, also er hat eben dieses Attitude Adjustment von der Leiter kassiert, aber nach dem Buster Sword sind schon so einige liegen geblieben, unter anderem Adam Cole, und jetzt müssen die 42 Karabiner gelöst werden und Brooks weiß sich nicht anders zu helfen, als die Leiter umzuschubsen. Ja, umschubsen der Leiter ist immer ein sehr effektives Mittel. Auch dieser Electric Chair Drop hat jetzt natürlich dafür gesorgt, dass TJ Perkins wieder angeschlagen ist. Ja, und mit diesem Shoulder Tackle ist Perkins jetzt erstmal keine Gefahr mehr. Das ist jetzt natürlich die Chance für Zachary Brooks nachzusetzen. Er könnte jetzt natürlich die Leiter wieder aufstellen, was er gerade macht. Und das ist jetzt seine Chance, den Titel oder den Gürtel, den Koffer wieder abzuhängen, während TJ Perkins erstmal schaut, wo er sich überhaupt gerade befindet. Ja, und er befindet sich gerade ziemlich weit vom Koffer weg. Und das sieht man jetzt hier auch, dass Perkins schnell zum Ring zurückrennt und Brooks davon abhalten will, den Koffer zu erobern. Aber da muss schon mehr kommen als dieser Jumping Forearm hier. Aber Brooks lässt sich dann nicht beirren. Er löst Karabiner um Karabiner. Wird der Ladder God jetzt hier vorgeführt vom ECW Breakout Star? Jetzt hat er es aber geschafft, Zachary Brooks auf den Boden der Tatsachen zurückzubefördern. Jetzt geht TJ Perkins wieder auf Top Rope. Soll jetzt noch einmal ein Frogsplash kommen. Da steht die Leiter natürlich sehr gefährlich dran. Nein, es wird eine Top Rope Hurricanrana gegen Zachary Brooks. Also ja, er weiß, wie man solche Matches führen muss. Und er weiß auch, welche Aktion man auch auf so engem Raum zeigen kann. Ja, das Spektakuläre ist, dass die Leiter auch noch perfekt in Position liegen geblieben ist. Perkins joggt jetzt hier ganz gemütlich nach oben und löst die letzten Haken und holt er sich den Sieg. Brooks kommt zu spät auf die Beine. Das sieht nicht gut aus für den Star von ECW. Er schubst die Leiter wieder um, TJ Perkins hängt und er zeigt einfach eine Powerbomb. Er hat es noch einmal geschafft. TJ Perkins konnte noch nicht die allerletzten Karabiner öffnen. Das wäre jetzt natürlich die Chance, noch einmal zu kontern. Was sehen wir? Er baut die Leiter wieder auf. Er klettert nach oben mit einem relativ hohen Tempo. Das wäre jetzt die Gelegenheit, den Koffer zu schnappen. Aber es steht so weit weg. Was? Ja, da macht er einfach den Doppelmoonsault. Ja, hör mir doch auf. Statt hier den Sieg zu holen, zeig dir die Aktion. Und Deli steht Kopf. Solche Aktionen kennt man eigentlich nur aus den Bollywood-Filmen. Aber er zeigt sie hier in real life. Das ist doch genau das, was die Fans hier sehen wollen. Das ist jetzt natürlich die große Chance, denn ob ein TJ Perkins da nochmal auf die Beine kommt. Jetzt steht aber auch Perkins wieder. Er schafft es, die Leiter umzuschubsen. Und jetzt geht es auch für Zachary Brooks wieder nach unten. Also was haben wir hier schon in diesem Match gesehen? Den Attitude Adjustment von der Leiter, den Doppel-Moonsault von der Leiter. Wir haben das Buster Sword gesehen. Wir haben den Eingriff gesehen von irgendeinem wild gewordenen Typen. Und trotzdem sehen wir hier TJ Perkins, der immer noch nicht den Koffer abgehangen hat. Zachary Brooks ist schon wieder auf den Beinen. Das kann jetzt hier die Entscheidung sein. Und das ist sie, denn Brooks ist zu langsam. Sieger TJ Perkins! Und Perkins Lauf geht hier einfach weiter und man muss wirklich sagen, dieses Match hat definitiv abgeliefert. Spektakulärere Action auf Leitern
sieht man sonst nirgends außer bei Simulated Action Wrestling. Und es ist einfach mega mäßig zu sehen, wie TJ Perkins immer weiter nach oben klettert, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, und wem das noch nicht reicht, bitte bedenkt, das war gerade mal das zweite Match der Main Show. Wir haben auch die komplette Card voll, es kommen noch einige Matches. Und ja, so wie ich die Performer Backstage kenne, werden die sich jetzt im Vergleich zu diesem Match noch steigern wollen. Wir gehen jetzt noch einmal kurz Backstage und danach bleiben wir Backstage, denn als nächstes folgt ein Backstage Brawl. Ja, und da werden wir dann sehen, auf wen JT Hammer gleich zur Wahl standen, wenn ich mich nicht ganz irre und nicht die Notizen schon wieder verschlammt hätte. Kota Ibushi, Tyson Kidd oder sogar Mick Foley. We're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. What we came for, and we couldn't want it anymore. Could never turn back now. Got to leave it all on the floor. Been dreaming of the payoff through the struggles and the trade-offs. Fighting tooth and nail on the way up. Tell them the truth, but they think it's just made up. And I think they got it all wrong. Just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. Yeah, we're gonna be legends. Gonna teach them all a lesson. Got this feeling in our souls we carry. It's about to be legendary. Eventually they're gonna know who's right. To make a stand, you got to win the fight. Can't stand the heat from just the afterlife. But you might never make it out alive. You gotta live without a compromise. Let everybody hear your battle cry. Thank you.
vielen Dank an Scrapix für den entscheidenden Vote, denn das Saw Universe sah erst einen Draw zwischen Kota Ibushi und Tyson Kidd und hat Mick Foley glücklicherweise komplett rausgelassen. Der sollte aufgrund seiner angehenden Demenz ja wohl nicht mehr in den Ring steigen. Aber wir sehen jetzt hier direkt wieder das Duell zwischen Ignition und ECW. Und was die Kraftvorteile angeht, hat Hammer hier eindeutige Vorteile. Ja, aber das muss natürlich nichts heißen, denn was JT Hammer sicherlich an Kraft- und Größenvorteil hat, das hat Tyson Kidd definitiv an in Form von Ausdauer und Zähigkeit. Denn wir wollen nicht vergessen, wie hart er gekämpft hat, um dieses Jahr den King of the Ring zu gewinnen. Und ich würde ihn hier in diesem Match definitiv nicht als Außenseiter sehen. Nee, Tyson Kidd als amtierender King of the Ring definitiv kein Außenseiter. Er hat sehr viele Gegner schon mit seinem Dungeon Lock bezwungen. Und ich meine sogar auch JT Hammer. Ich schau mal ganz kurz in die Statistiken. Das könnte hier ein Rematch sein. Ja, auszuschließen ist es nicht. Genauso wenig wie auszuschließen ist, dass die beiden sich hier einmal durch den kompletten Backstage-Bereich brawlen. Denn wir sehen hier, wie JT Hammer Tyson Kidd immer weiter durch die Gänge schickt. Und ja, noch kann sich Tyson Kidd da nur zur Wehr setzen. Aber ich bin mir sicher, dass er früh genug auch den nächsten Gang einlegen kann und dann selber zur Attacke schreitet. Ja, und ich habe gerade nochmal nachgesehen, natürlich war das Duell zwischen JT Hammer und Tyson Kidd ein Viertelfinalmatch im diesjährigen King of the Ring. So lange ist das noch gar nicht her, aber auch hier hat Tyson Kidd sich durchsetzen können und sich später zum King of the Ring küren können. Also hier ist JT Hammer definitiv gewarnt, diesen Gegner nicht nochmal zu unterschätzen. Nee, das wird er sich sicherlich nicht antun. Und trotzdem sieht es momentan so aus, als hätte hier Tyson Kidd wirklich das Heft übernommen. Denn wir sehen hier sehr schön, wie er auch die Arme von JT Hammer bearbeitet, was natürlich nachher auch für den Dungeon Lock schon mal ein guter Ansatz sein kann. Ja, definitiv. Kidd geht hier wieder sehr taktisch vor und das ist wahrscheinlich auch die einzige Lösung, die man haben kann. Die beiden trennen ja mal locker 20 Kilo Kampfkraft und das gleiche wahrscheinlich auch noch an Zentimetern. Also Körpergröße jetzt nicht in JT Hammers Variation Posenmaß. Und wir sehen hier auch, dass Kidd jetzt gegen die Beine vorgeht und so versucht Hammers Bewegung noch langsamer zu machen, damit er seine Geschwindigkeit nutzen kann, während wir in den nächsten Raum gehen. Und wir sehen auch schon den Tour-LKW, der jetzt hier in Delhi das ganze Equipment geladen hat. Das wird jetzt auch spannend. Wir sehen auch schon die Autos im Parkinglot. Ich hoffe, die sind alle Vollkasko versichert. Ansonsten könnte das gleich ein paar hässliche Beulen und Kratzer geben. Ja, zur Verteidigung muss man sagen, zum Glück sind die Reparaturkosten hier in Indien etwas niedriger, denn sonst würde Liz CEO sicherlich beim Anblick der Werkstattrechnung Haarausfall erleiden. Aber ich glaube, in dem Punkt sind wir absolut safe. Weniger safe ist jetzt hier gerade Tyson Kidd, der von JT Hammer gut bearbeitet wird. Und ja, es sieht momentan so aus, als würde sich 6'6" hier gegen den amtierenden King of the Ring durchsetzen können. Er setzt jetzt nach schöner Side-Backbreaker hier gegen Tyson Kidd. Und ja, das ist wäre jetzt natürlich die Aktion, mit denen er es sicher schaffen könnte, Tyson Kidd wirklich in die Bewusstlosigkeit zu prügeln. Aber das reicht bislang noch nicht. Da muss er noch weiter nach. Jetzt hier Worst-Case-Szenario gegen Tyson Kidd. Und das könnte es gewesen sein. Das war es tatsächlich. Tyson Kidd rührt sich nicht mehr und damit ist JT Hammer der Sieger dieses Matches. We came here to get you high. We came here to get you high.
you high. We came here to get 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 you high. Roll it, roll it, roll it, light it. Pack your balls like your bronze. Light it. Pack your balls like your bronze. Light it. Pack your balls like your bronze. Light it. Ja, das war eine relativ deutliche, unklare Angelegenheit hier für JT Hammer. Sicherlich unschuldig heißen Kid, aber wir wissen natürlich, was dieser Mann im Ring zu leisten imstande ist. Von daher kann man natürlich auch mal als amtierender King of the Ring einen Backstage-Brawl verlieren, denn es ist ja schließlich der King of the Ring und nicht der King of the Backstage-Brawl. Wie gut JT Hammer von hinten ist, das kann sicherlich auch unser GM bezeugen. Von daher, wir sind...
Das folgende Match ist ein Tables Match, festgesetzt für einen zerbrochenen Tisch. Zu den Teilnehmern. Zuerst aus Kampala, Uganda, mit einem Gewicht von 163 Kilogramm. Er ist der amtierende ECW Unlimited Champion, Sanyu Ekwensi Jr. Und damit sind wir auch schon beim ersten Duell zwischen Champions. Wir sehen den Unlimited Champion ECW Sanyu Ekwensi Jr. und sein Kontrahent ist der frisch gebackene Initial Ignition Champion Shigehiro Irie. Das wird ein Fest. Ja, und es wird auch deshalb ein Fest, weil natürlich beide Wrestler dafür bekannt sind, dass sie ja wirklich spektakuläre Kraftpakete sind. Also ja, wir können uns da, glaube ich, auf einen wirklichen Leckerbissen freuen. Und sein Gegner, er repräsentiert KGM aus Osaka, Japan, mit einem Gewicht von 115 Kilogramm. Er ist der amtierende Initial Ignition Champion, Beast Mode, Irie Shigehiro! Ja, und damit dürfte die KG-Mafia jetzt komplett im Ring vertreten gewesen sein, denn nachdem wir schon Nakamura, Ishii und Takeshita haben, kommt jetzt auch Irie mit zum Ring. Und ja, man kann durchaus sagen, er stellt sich der größten Herausforderung. Ja, nicht nur Titel- und Prestige-technisch, auch gegnerischerweise ist das natürlich eine sehr große Nummer. Nakamura hatte auch eine schwere Aufgabe in dem 8-Man First Blood Elimination Match in der Pre-Show. Das waren auch sehr viele Gegner. Und Ishii und Takeshita hatten ja auch viel zu tun in der 8-Mann Sam Rogers Memorial Battle Royale. Aber das ist nicht zu vergleichen mit einem Tables-Match mit so einem Hünen wie Sanyu Ekwensi. Ja, und wir sehen hier auch, wie er wirklich seine unglaubliche Körperkraft ausspielt. Das sah schon aus wie ein Dealing Air Raid Crash hier gegen Irie, der ja nun wirklich auch kein leichter Gegner ist. Und trotzdem sieht es hier faszinierend aus, wie spielerisch es Ekwensi schafft, seinen Gegner hier durch die Gegend zu schleudern. Ja, und das ist halt das Gefährliche an Sanyu Ekwensi. Jeder Gegner, egal wie groß, wie schwer, kann von ihm wie ein nasser Sack durch die Gegend geworfen werden. Also mich würde zum Beispiel mal ein Duell zwischen Ekwensi und Braun Strowman interessieren. Einfach nur größen- und gewichtstechnisch sehen, wie zwei Leute auf Fleisch klopfen. Das wäre mal ein richtig famoser Kampf. Hier hat Shigehiro Irie zum ersten Mal in seiner Laufbahn wahrscheinlich den Kraftnachteil. Das muss man auch erstmal so sehen. Irie ist ja auch ein Powerhouse und kann seine Gegner durch alles Mögliche durchschubsen, rammen, werfen. Aber das wird hier bei Ekwensi nicht ganz so einfach. Nein, einfach sieht es allerdings aus, wie Ekwensi hier Shigehiro Irie hochnimmt für diese Military Press. Und da sehen wir einfach, was das für eine Kraft ist, die ist wirklich überirdisch. Und weil es so schön aussah, macht das gleich nochmal. Es ist irgendwie beeindruckend, beängstigend. Und wo du es ansprichst, natürlich wäre Braun Strowman heute da ein passender Gegner, aber der muss ja heute selber noch einmal antreten. Denn heute treffen natürlich auch die Tag Team Champions von Simulated Action Wrestling aufeinander. Und man muss ja durchaus sagen, man könnte sicherlich Chris und Leo Rodriguez
Perfusion zusammenschmelzen und die wären immer noch ein gerade mal ein halber Sanji Quenzi Jr. Also von daher, ja, das wäre heute ist die Aufgabe sicherlich nicht so groß, wie sie Quenzi wäre, aber als amtierende ECW Tag Team Champions sollte man sie natürlich nicht außer Acht lassen. Ja, und das kann es hier eventuell schon gewesen sein. Sanjay Quenzi hat Shigehiro Irie vor dem Tisch stehen, aber Irie wehrt sich. Der kleine Mad Panda geht jetzt hier komplett auf Konfrontationskurs und streckt Quenzi nieder. Das war nochmal Rettung in höchster Not. Ja, jetzt setzte aber auch Sanjay Quenzi nach hier schönes Ground and Pound gegen den Mad Panda, der sich jetzt clevererweise auch erstmal aus dem Ring herausrollt. Ja, Irie braucht jetzt sicherlich auch eine Gelegenheit, um zu verschnaufen, während Quenzi aussieht, als könnte er so noch eine ganze Weile weitermachen. Und jetzt verlagert sich das Ganze ein bisschen nach draußen. Alles soweit so harmlos. Wir haben keinen Countout, wir haben kein sonstiges. Es ist ein Tables-Match. Es gilt einfach nur, den Gegner durch einen Tisch zu schmeißen. Allerdings war draußen kein Tisch. Und jetzt hebt Quenzi Irie einfach hoch. Wer ihn jetzt da durchwirft, ist es vorbei. Und er lässt ihn einfach auf die Matte fallen. Ja, da sieht Irie nicht grundlos relativ platt aus. Und ja, Quenzi kann an dieser Stelle gut nachsetzen. Zeigt jetzt hier schönes Ground and Pound aus der Side-Mount-Position gegen Shigehiro Irie. Das ist natürlich auch ein effektives Mittel, um den Gegner zu schwächen. Und jetzt kann Irie allerdings kontern. Jetzt nimmt er Quenzi hoch und das wäre es fast gewesen, denn nach dem Backbody-Drop knallt er auf die Tischecke, aber das reicht nicht, um den Tisch zum Zerbrechen zu bringen. Ja, und jetzt ist auch nur das Tischbein weggebrochen, also Sanjay Quenzi muss noch ordentlich Zielwasser zu sich nehmen, also das hätte hier schon ein paar Mal die Entscheidung sein können, wenn er den Tisch getroffen hätte. Jetzt macht das gut, er legt den Tisch genau in die Mitte des Ringes, jetzt kann er ihn eigentlich gar nicht mehr verfehlen. Ja, aber das hat man letzten Endes auch über die englischen Elfmeterschützen gesagt. Aber es sieht hier etwas besser aus, denn jetzt schnappt er sich Shigehiro Irie, Pop-Up-Powerbomb durch den Tisch und das reicht tatsächlich. Der Sieger, Sanju Quenzi Junior! Ja, und das hat sich leider Gottes in der Sicht von Shigehiro Irie angekündigt. Ein paar Würfe gingen ja ins Leere, aber die Pop-Up-Powerbomb ging genau ins Schwarze. Und das ist einfach unglaublich. Ich freue mich wirklich schon auf die nächsten Wochen mit ECW, weil ich wirklich gespannt darauf bin, wer diesen Mann überhaupt entthronen will. Also Sanjo Quenzi ist das achte Weltwunder. Ja, kann ich absolut verstehen. Also Sanjo Quenzi ist wirklich in einer beeindruckenden Frühform, könnte man sagen. Und ja, er hat die Zeit, in der ECW nicht keine Shows veranstaltet hat. Die hat er jedenfalls sehr effektiv genutzt und hat gut an sich gearbeitet. Und ich glaube, wir sehen in der nächsten Staffel wirklich den bislang stärksten und besten Sanju Quenzi Jr. in seiner gesamten Zeit hier bei ECW. Ja, durchaus richtig. Wir gehen jetzt noch einmal ganz kurz hinter die Kulissen und kommen dann mit dem Fatal 4-Way-Match zurück. Wir haben da Adam Cole und Daniel Bryan auf Seiten Ignitions und Matthew Hunter auf Seiten von ECW und dann der finale Vote, ob es Mickey Reyes, Luis Ferreira oder Ian McEbeck werden. McEbeck haben wir ja eben schon hinter den Kulissen mit dem Real Man's Man gesehen. Ich bin gespannt darauf, für wen sich das Publikum entschieden hat. Auf jeden Fall haben wir dann gleich wieder ordentlich Action im Ring. All that I want from you, my son.
follow your heart and nothing else. And you can do this, oh baby, if you try. All that I want from you, my son, is to be satisfied and be a simple kind of man. Oh, won't you do this for me, son, if you can? So baby, be a simple man. If you immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse rein. Immer mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse. Mitten in die Fresse.6 für einen Fall zu den Teilnehmern. Zuerst aus Panama City Beach, Florida, mit einem Gewicht von 95 Kilogramm, The Max Adam Cole. Präsentiert das LOL Movement aus Aberdeen, Washington, mit einem Gewicht von 86 Kilogramm, Daniel!
Ja, nachdem wir schon den King of the Ring von 2021 im Ring gesehen haben, sehen wir jetzt neben dem ehemaligen Saw World Heavyweight Champion auch den ja, früheren King of the Ring, den von 2020 im Ring. Aber er hat ja, die beiden haben ja heute auch noch zwei wirklich hochkarätige Gegner, auf die sie treffen. Aus New York City mit einem Gewicht von 105 Kilogramm, The Golden Dragon, Matthew Hunter! Ja, das ist beispielsweise einer der ja, durchaus starken Gegner, die wir hier erwarten können. Ja, der selbsternannte King von ECW, Matthew Hunter, hier auf dem Weg zum Ring. Und ja, er hat es nicht geschafft, sich gegen Paul Pitzer durchzusetzen, aber er will natürlich zurück auf ans Gold. Und mit einem Sieg im heutigen Match wäre natürlich der ja, Auftakt gelegt, um Momentum zu sammeln, um eventuell nach in dieser Staffel oder auch nach dieser Staffel wieder angreifen zu können. But not least, aus Manila, aus Adelaide, Australien, mit einem Gewicht von 110 Kilogramm, The Headline, Ian Michael. Ja, und hier der vierte Teilnehmer, wie wir gesehen haben, er hat jetzt nicht nur ein neues Team, sondern er hat jetzt auch ja, eine neue, ja, zumindest keine neue Einstellung, aber zumindest einen neuen Nickname, den er sich jetzt scheinbar gegeben hat. Er ist jetzt The Headlight, Ian McElbeck, und ja, wir können gespannt sein, wie er sich jetzt hier in diesem Match neckt, denn ähnlich wie Matthew Hunter ist er auch jemand, der am liebsten nach ganz oben will, der am liebsten den Global Heavyweight Champion von den Global Heavyweight Champion Title von ECW haben möchte. Und ja, wenn er jetzt einen dieser drei Gegner schlagen kann, wäre das natürlich auch für sein Momentum das richtige ja, das richtige Symbol. Ja, und ich muss dich da ganz kurz korrigieren. Der Spitzname ist Headline, nicht Headlight. Aber ja, der neue Ian McElbeck scheint sich einiges vorgenommen zu haben. Allerdings nicht in diesem Match, denn da rollt er sich erstmal raus. Ja, du hast natürlich recht. Er ist the Headline, aber er will natürlich ins Headlight, er will ins Scheinwerferlicht, denn dort sind normalerweise auch immer die, die Champions vertreten. Oder aber auch die Ex-Champions, wenn wir daran denken, wie licht- und zeitintensiv das Team von Johnny Jackpot ist. Aber wir wollen jetzt nicht über die Vergangenheit reden. Reden wir lieber über dieses Match. Und wir sehen hier, dass wir hier direkt zwei ja, Roster-Kämpfer haben. Denn auf der einen Seite haben wir Matthew Hunter, der sich gerade an Adam Cole versucht, während sich Ian McElbeck gerade mit
Daniel Bryan beschäftigt. Ja, interessanterweise haben wir jetzt hier zwei Cross-Brand-Duelle. Im Ring sehen wir Adam Cole und Matthew Hunter und außerhalb den Chef des LOL-Movements, Daniel Bryan, der sich hier mit Ian McKebeck beschäftigen muss. Und genau so wollen wir das hier bei Checks and Balances ja auch sehen. Möglichst viel Cross-Brand-Action. Ja, denn nur mit Cross-Brand-Action zeigt sich natürlich auch, welches Brand am Ende, ja, die Bragging Rights hat, wer also sagen kann, dass das eigene Brand das Überlegene ist. Jetzt versucht es gerade Ian McKebeck mit einem Cover gegen Daniel Bryan, aber da kommt der Anführer des LOL Movements noch einmal raus, auch wenn Adam Cole sicherlich zur Stelle gewesen wäre, um das Cover zu unterbrechen. Wo wir gerade hier bei Checks and Balances sind, können wir natürlich auch wieder ein paar Statistiken rauskramen. Das ist das Debüt von Ian McKebeck bei Checks and Balances. Alle anderen in diesem Match waren schon Teil des Ganzen. Wir haben zum Beispiel Matthew Hunter, der noch ungeschlagen ist bei Checks and Balances. Adam Cole ist noch ungeschlagen. Und Daniel Bryan hat zumindest einmal nicht verloren. Also er hat einen Sieg, einmal nicht verloren. Zu keiner Niederlage. Ja, und was sehen wir denn da? Matthew Hunter mit einer Liegestütze auf dem Hintern von Matthew Hunter. Spannend. Ja, das ist eigentlich eine Aktion, die wir eher von JT Hammer erwartet hätten. Aber ja, um ein bisschen anzugeben, sollte es auf jeden Fall reichen. Und jetzt sehen wir hier die Duelle, die wir eigentlich auch in jeder Wochenshow erleben könnten. Und das zeigt eben auch, wie gut unsere Wochenshows sind, denn solche Matches sind noch nicht einmal zwingend der Main Event. Denn sowohl Matthew Hunter gegen Ian McKebeck als auch Daniel Bryan gegen Adam Cole wären definitiv Matches, die Pay-Per-View-Kaliber haben. Aber sowas bringen wir teilweise auch einfach mal in der Midcard der Show, weil wir dann immer noch irgendeinen Main Event haben, der das Ganze noch zu toppen verspricht. Das heißt, die könnten quasi die Shows headlinen. Na, funktioniert schon. Ja, es würde funktionieren. Jetzt müsste man nur schauen, ob es dabei auch bleibt. Denn wir wissen ja, wie das ist mit vom Grave Slot to Prime Time. Das kann gut gehen, das kann aber auch meistens nur relativ kurz gut gehen, auch wenn Titus O'Neil momentan wieder Titelträger ist, was er sich allerdings fairerweise auch wirklich verdient hat. Ja, wir sehen hier momentan die brandinternen Duelle. Daniel Bryan muss mittlerweile sogar schon blutend auf der Matte zusehen, wie Adam Cole auf ihn rumstompt. Und gerade bei Matthew Hunter und Ian McKebeck sehen wir zwei mit richtig viel Vorgeschichte. Sei es damals noch bei der ACA Wrestleworld, wo Ian McKebeck ja als das nächste große Ding gefeiert worden ist. Etwas, was er sich ja jetzt wieder auf die Fahne schreibt. Aber auch in der letzten Staffel, wo Matthew Hunter als seinen Spitznamen quasi an McKebeck weitergeben wollte, wo der Franco-Kanadier Australier noch auf der Suche nach einem Namen war. Aber McKebeck hat sich definitiv für einen anderen Spitznamen entschieden. Das dürfte Matthew Hunter gar nicht gut gefallen. Und ich rede gerade so, als ob Matthew Hunter selber über sich redet, in der dritten Person. Spannender geht's eigentlich nicht. Nur ich schaffe es auch ohne das P-Wort. Ja, damit hast du denen auf jeden Fall schon mal etwas voraus. Momentan sehen wir auch wieder, dass es jetzt gerade Matthew Hunter ist, der sich ja über den geschlagenen ECW Ignition Recken
ja, ein bisschen posieren kann, aber das ging dann wohl, ging doch in die Hose, denn jetzt sind sowohl Daniel Bryan als auch Adam Cole wieder auf den Beinen und wir sehen hier den Last Shot von Adam Cole gegen Matthew Hunter. Das könnte es schon gewesen sein. Da ist tatsächlich Ian McCubeck rechtzeitig zur Stelle, um das Ganze zu unterbrechen, denn das hätte jetzt schon der Sieg für Matthew Hunter sein können. Jetzt sehen wir auch wieder viel mehr Action im Ring. Wir sehen Daniel Bryan, der sich wieder mit Adam Cole anlegt und ihm einige heftige Lulstomps verpasst, während der Brawl von Ian McCubeck und Matthew Hunter weitergeht, jetzt sogar draußen, während Daniel Bryan scheinbar nur noch Stomps von sich gibt. Ist aber auch einfacher, weil da muss er nicht so genau zielen, denn ich glaube, mit dem ganzen Blut im Gesicht ist sein Sichtfeld auch relativ stark eingeschränkt. Ja, durchaus richtig, aber für die Leute in Delhi ist das alles, was sie sehen wollen. Wir haben eben die LOL-Chants gesehen, die hier durch die komplette Indira Gandhi Indoor Arena durchgegangen sind. Und das ist schon beeindruckend, wie Daniel Bryan hier einfach das Leben aus dem zweifachen Wrestler des Jahres raustritt. Währenddessen macht ECW draußen einfach sein eigenes Ding. Auch interessant. Und da kommt die Cattle Mutilation. Ja, Cattle Mutilation von Daniel Bryan gegen Adam Cole. Aber anstatt die Submission zu unterbrechen, geht Matthew Hunter einfach hin und unterbricht den Referee. Das ist natürlich auch ein relativ probates Mittel. Andererseits befürchte ich, dass das die Kosten für neue Referees ein bisschen in die Höhe treibt. Denn das ist halt zerbrechliche Ware. Die können wir nicht einfach so verschleißen. Und vor allem nicht schon vor Staffelbeginn. Ja, und das war es jetzt erstmal für Daniel Bryan. Er rollt jetzt erstmal, oder lollt er aus dem Ring? Das weiß ich nicht so genau. Aber jetzt sind wir nur noch zu dritt in dieser Runde. Das tut auch Not, weil ich glaube, Daniel Bryan sieht absolut gar nichts mehr. Da hat Adam Cole wirklich volle Arbeit geleistet und hat hier den ehemaligen King of the Ring ordentlich zugerichtet. Ja, wichtig ist nur, dass Daniel Bryan nicht schwarz sieht, denn kommt gleich Jack Stone vorbei und verprügelt Daniel Bryan, das auch völlig zu Recht. Jetzt sehen wir allerdings erstmal einen schönen Suplex hier von Adam Cole gegen Matthew Hunter und jetzt ist auch Daniel Bryan wieder im Ring und das könnte jetzt tatsächlich schon der Ansatz sein zum Lock. Das ist der McGuinness Lock und er bringt die Entscheidung, Daniel Bryan gewinnt. Via Submission Daniel Bryan. Ja, und das ist momentan irgendwie gar kein guter Lauf für Adam Cole. Ich glaube, für ihn kommt die Pause gerade ganz recht. Erst die Niederlage gegen TJ Perkins, jetzt gegen Daniel Bryan abgeklopft. Also für den zweifachen Wrestler des Jahres ist das Jahr 2021 schon schwer. Ganz anders für Daniel Bryan, denn sein Low Movement konnte letzten Endes den Titel beim King of the Ring verteidigen. Er hat selber relativ gut performt bei der Lethal Lottery und die Niederlage gegen Suicide kann er sicherlich verschmerzen, wenn er dafür solche Siege feiern kann. Er kann jetzt sicherlich gleich weiter feiern, denn jetzt gibt es gleich erstmal Tag Team Action, denn wir sehen die amtierenden Champions, die aufeinandertreffen werden. Oh,
the match is ein Tornado Tag Team Match. Festgesetzt für einen Fall. Wer mit einem Gesamtgewicht von 282 Kilogramm diesen die amtierenden Saw World Tag Team Champions. The Silver Tongue Seducer Braun Strowman, Broken Matt Hardy, Delicious Seduction! Ja, und wir sind zurück beim Co-Main Event des heutigen Abends und ja, einen wirklich beeindruckenden und ja, einschüchtern, der hohe Gewalt bei Ignition behauptet hat. Hier sehen wir Braun Strowman zusammen Anführer, sondern eher Partner Matt Hardy. Denn wir haben ja gesehen, dass Braun Strowman sich verändert hat, dass er vermutlich noch gefährlicher geworden ist. Und wenn man sieht, wie die beiden jetzt mit ihren Angstgegnern, mit The Waves of the Twilight beim SummerSlam fertig geworden sind, dann ist das doch ein Zeichen, dass dieses Team jetzt noch gefährlicher, noch unvorhersehbarer ist. Gegner mit einem Gesamtgewicht von 159 Kilogramm. Sie sind die amtierenden ECW Tag Team Champions. The Sultan of the Stepover, Chris Rodriguez. La Pulga, Leo Rodriguez. The Snapchatter! Und jetzt bin ich wirklich gespannt darauf, wie die beiden sich schlagen. Die Snapchatter sind in den letzten Wochen und Monaten mit einer ordentlichen Prise Selbstbewusstsein bis an die Spitze der Tag-Team-Szene von ECW nach vorne geprescht. Und jetzt kommt die Licht in Action, die ja bis vor kurzem quasi unantastbar waren. Also bis zu dem Moment, wo sie das erste Mal überhaupt ein Tag Team Match verloren haben. Aber diese Kerbe haben sie ausgemerzt. So, das war das Wort. Die Waves of Twilight wurden besiegt und Braun Strowman wurde wieder unter die Kontrolle von Broken Matt Hardy gebracht. Aber reicht das gegen diese frechen Balgen von den Snapchattern? Und jetzt habe ich sogar wieder Balgen gesagt, obwohl ich es nicht machen wollte. Ja, aber es ist ja egal. Das Wichtigste ist nur, in diesem Match stehen nur Champions. Das heißt, Bread and Butter werden niemals Teil dieses Matches werden. Das ist soweit schon mal ganz gut. Auch wenn es insoweit schade ist, da es wahrscheinlich zu erwarten wäre, dass die beiden von Braun Strowman sehr gut zerstört werden. Momentan hat sich Strowman jetzt erstmal das kleinere Ziel ausgesucht, aber ein erfahrener Ring-Veteran wie Matt Hardy sollte eben auch in der Lage sein, Chris Rodriguez selber bearbeiten zu können. Und ich glaube nicht, dass die Fans wirklich den Snapchattern mit dieser Match-Konstellation einen Gefallen getan haben. Klar, jetzt sind alle auf einmal im Ring, aber wir haben ja auch noch immer die Situation mit Matt Hardy. Und ich glaube, die Snapchatter sollten schon zu zweit mindestens auf Strowman losgehen oder zu zweit auf Matt Hardy, um den Gegner überwältigen zu können. Aber ich glaube, Strowman futtert die beide auf. Ja, das Problem ist, wenn sie zu zweit auf Hardy losgehen wollten, müssten sie erstmal Braun Strowman ausschalten. Aber ich glaube, das einzige Mittel, um Strowman wirklich auszuschalten, wäre ihnen einfach mit einem Panzer zu überfahren und den Panzer dann darauf auf ihn stehen zu lassen. Und selbst das wäre noch nicht mal ein sicheres Mittel. Und wir haben ja gerade schon gesehen, mit einem einfachen Headbutt hat er es geschafft, Leo Rodriguez zum Bluten zu bringen, auch wenn der jetzt hier einen absolut wahnwitzigen Brainbuster gegen Strowman zeigt.
Ja, und das hätte ich jetzt auch nicht für möglich gehalten. Währenddessen ist Chris Rodriguez mit einer Arschbombe nach draußen geflogen und hat Matt Hardy verfehlt. Das ist jetzt nicht gut, denn Leo ist jetzt in Unterzahl. Ja, aber wir sehen, dass hier auch Chris Rodriguez wieder auf den Beinen ist. Kann ich verstehen, denn mit solchen Schmerzen im Steißbein würde ich auch nicht sitzen bleiben wollen. Und ja, das Spiel geht munter weiter. Wir sehen weiterhin, wie sich Chris Rodriguez an Matt Hardy versucht, während das, was Braun Strowman ein bisschen macht, ein bisschen aussieht wie Kindesmisshandlung. Denn im Vergleich zu Strowman ist Leo Rodriguez vielleicht ungefähr so breit und so lang und so schwer wie dessen linker Oberarm. Ja, das hast du vollkommen richtig erfasst. Also die beiden sind wirklich Leichtgewichte und ich glaube, beide Snapchatter zusammen sind leichter als Braun Strowman. Also da ist wirklich Vorsicht angebracht, aber auch Matt Hardy ist natürlich ein Veteran hier bei Simulated Action Wrestling als erster Sieger eines Royal Rumbles, inklusive Main Event Auftritt damals 2007 müsste das gewesen sein, gegen Bill Goldberg damals noch als Champion. Also das waren wirklich noch Zeiten und mittlerweile ist er einfach Herrscher über Braun Strowman und seinem Compound. Also das ist unglaublich, wie dieser Matt Hardy wirklich in den letzten Jahren einfach immer am Zahn der Zeit geblieben ist und sich immer wieder im Wrestling behauptet hat. Das muss man einfach mal neidlos anerkennen. Ja, und wir sehen hier, dass sich Leo weiter an Braun Strowman versucht. Er kommt jetzt auch etwas besser ins Match rein, auch wenn es nach wie vor sehr einschüchternd aussieht, wie er als kleiner Winzling sich ausgerechnet den größten und schwersten Teilnehmer des Matches als Gegner aussucht. Aber gut, wir haben mit Chris Rodriguez und Matt Hardy scheinbar auch eine sehr feste Paarung auf der anderen Seite. Sieht nicht aus, als würde da groß rotiert werden. Und ganz abschreiben würde ich die Snapchatter hier an dieser Stelle noch nicht, denn Chris Rodriguez ist widerstandsfähig, hoch 2 und da kommt er angeflogen und gerade wollte ich die Snapchatter loben und da fliegt Leo Rodriguez in den Chokeslam von Braun Strowman rein. Also das war jetzt natürlich nicht so schön, das Cover wird jedoch sofort von seinem Bruder unterbunden. Ja, jetzt sehen wir auch wieder alle vier im Ring, so wie es sich bei einem Tornado Tag Team Match gehört. Wir haben sehr viel Chaos. Wir sehen jetzt hier auch einen Spinebuster von Braun Strowman gegen Leo Rodriguez. Ich glaube, bei den Körpermaßen ist das eher ein Spine Cruncher und ich bin überrascht, dass Leo immer noch in der Lage ist, auf seinen eigenen Beinen zu stehen, geschweige denn diese zu fühlen, denn eigentlich dürfte er über kein Rückgrat mehr verfügen, während sich Chris Rodriguez hier wirklich sehr gut gegen Matt Hardy schlägt. Ja, und Leo setzt immer mal wieder Zeichen wie diesen mega hoch eingesprungenen Front Dropkick, der Strowman dann doch mal auf die Matte befördert hat. Aber wie aussagekräftig ist das? Ich glaube, Leo Rodriguez muss einfach nur schauen, dass er Strowman lang genug piesacken kann, bis sein Bruder Chris Matt Hardy soweit hat, um den Sieg zu holen. Weil je länger das dauert, guck dir das mal an, diesen Backbreaker hier von Strowman gegen Leo. Also da, oder jetzt auch dieser Lauf über den Brustbereich. Da muss man ja bei jeder Aktion Angst haben, dass Leo Rodriguez in der Mitte zerbricht. Ja, völlig zu Recht. Aber jetzt sehen wir das Duell, was wir sicherlich eher erwartet haben. Nämlich wir sehen Braun Strowman hier an dieser Stelle gegen Chris Rodriguez. Das Aufeinandertreffen der beiden Big Guys ihrer Teams. Wobei das im Falle von Chris Rodriguez auch eher nach Average Guy aussieht. Gerade im Vergleich zu Braun Strowman. Aber das war auch nur ein relativ kurzes Aufeinandertreffen. Denn jetzt ist er wieder mit Leo zugange. Ja, zumindest temporär. Und jetzt kommt der Oaktown 5150. Und der geht durch.
Ja, aber das Cover nicht, denn Matt Hardy war zur Stelle. Aber das war jetzt wirklich so eine bekannte Aktion out of nowhere. Und ich hätte im Leben nicht gedacht. Klar, Chris ist der Stärkere der beiden. Aber diese Pop-Up-Powerbomb gegen Strowman, unfassbar. Und jetzt kommt hier direkt die nächste Aktion. Post and Flossen von Leo gegen Strowman. Ja, Post and Flossen. Coverversuch direkt hinterher von Leo. Aber das, da kommt... Braun Strowman raus, bevor Matt Hardy zur Stelle war. Also da sieht man doch, die Aktion reicht noch nicht, um Braun Strowman wirklich zu schwächen. Also zwei Finisher von beiden Rodriguez-Brüdern und Strowman steht immer noch. Ich frage mich wirklich, wie die Snapchatter das schaffen wollen. Währenddessen setzt jetzt hier gerade Chris wieder gegen Matt Hardy nach. Aber das muss man auch erstmal schaffen. Jetzt kommt hier der Aufgabegriff, die Absolution von Strowman. Ja, aber da ist Chris Rodriguez wieder zur Stelle, kann das Ganze unterbrechen und jetzt schleudert er ihn mit einem, jetzt schleudert er ihn erstmal in die Seite, er chokes Chris Rodriguez, das lässt er sich natürlich nicht gefallen, Braun Strowman, und jetzt nutzt er die Gelegenheit, um eben auch den größeren Rodriguez-Bruder aus der Bay Area entsprechend zu zerstören. Nächster Ansatz, er lauert und das könnte jetzt vielleicht nochmal die Absolution werden und tatsächlich nochmal die Absolution jetzt gegen Chris Rodriguez. Und Chris muss sogar auf den Boden, aber wir haben doch Tatsache noch das Rope Break und das rettet hier den Snapchattern auf gut Deutsch den Allerwertesten. Also das war jetzt wirklich eine sehr brenzliche Aktion, weil die Absolution im Stehen, da kam Leo gerade noch raus, aber wäre das jetzt mitten im Ring gewesen, hätte Chris definitiv verloren. Das Rope Break rettet also die Snapchatter und sorgt dafür, dass dieses Match noch weitergeht. Ja, jetzt sind auch Matt Hardy und Leo wieder im Ring zurück, während Chris jetzt gerade Braun Strowman gut bearbeitet. Er setzt jetzt nach und geht... Achtung, Side-Effekt von Hardy und jetzt kommt der Ansatz zum Twist of Fate gegen Leo Rodriguez und der Twist of Fate geht durch. Chris kriegt es nicht mit, weil er mit Strowman beschäftigt ist. Ja, aber beim Coverversuch war Chris doch zur Stelle und konnte es unterbrechen, noch bevor es zu einem Count gekommen ist. Ja, das ist natürlich das, was wir in einem Tag-Team-Match sehen wollen, nämlich dass der Partner da ist, um das mögliche Cover, um die mögliche Niederlage eben zu verhindern. Und ja, so wollen wir unsere Matches haben. Schön chaotisch und mit sehr viel Action. Ja, und wir sehen hier wieder einmal, wie stark die Tag-Team-Szenen von ECW und Ignition sind, wenn wir hier das Duell Champion versus Champion sehen. Und Hardy deutet hier nochmal mehr Aktionen an in Form eines Twist of Fates. Aber Chris kommt nicht auf die Beine. Ja, und in der Zwischenzeit sehen wir hier einige wirklich harte Overhead-Punches von Braun Strowman gegen Leo Rodriguez. Und ich bin echt überrascht, dass sein Schädelknochen das Ganze mitmacht. Denn das ist so, als würde man mit einem Ziegelstein geschlagen werden. Ja, und irgendwann ist einfach der Knochen das weichere Material. Ja, und apropos Ziegelstein, wir hatten ja damals schon diese Aktionen in der Fehde zwischen Abyss und Super Dragon mit dem Cinderblock. Und das waren furchtbare Bilder. Und jetzt haben wir hier einfach einen Braun Strowman. Guck dir das an. Chokeslam, Pin mit einem Arm und das war's. Die Sieger via Pinfall, Braun Strowman und Matt Hardy, Delicious Seduction. Und am Ende muss man einfach sagen, war das der Kraftvorteil eines Braun Strowmans, der Delicious Seduction hier heute den Sieg gebracht hat. Also dieser Chokeslam mit dem Pin mit einem Arm. Also Matt Hardy muss wirklich alles dafür geben, Braun Strowman unter Kontrolle zu behalten. Ansonsten wird das hier wirklich noch Pote geben. Ja,
Zum Glück für Hardy sind die Toten momentan eher die Snapjetter. Ich weiß gar nicht, wie es Leo dann überhaupt in die nächste Staffel schaffen will, mit der Anzahl an Verletzungen, die er eigentlich in diesem Match erlitten haben dürfte. Das kann allerdings Delicious Seduction egal sein, denn die verabschieden sich jetzt erst einmal in den Sommerurlaub. Für uns geht es jetzt allerdings gleich weiter mit dem Main Event des heutigen Abends. Supposed to live without you?
in the match is an 8-Man Tag Team Hardcore Match. Festgesetzt für einen Fall und der Main Event der heutigen Sendung. Dazu ging teilnehmend. Zuerst mit einem Gesamtgewicht von 421 Kilogramm Martin Brett, Steve Butter, Venom und der ECW Global Heavyweight Champion Paul Pitzer, der Dingers Club. Gegner mit einem Gesamtgewicht von 362 Kilogramm, Emil Sitochi, Martis Girl, Minoru Suzuki und der amtierende Saw World Heavyweight Champion Zack Sabre Jr. Suzuki Gun. Ready!
So, und damit ist es auch angerichtet, der Main Event des heutigen Abends, das 8-Mann-Hardcore-Tag-Team-Match zwischen Suzuki-Gun und dem Diners Club. Und wir können uns dunkel daran erinnern, bei dem letzten Aufeinandertreffen beider Stables konnte sich die Suzuki-Gun durchsetzen. Das war allerdings ein Match nach klassischen Tag-Team-Regeln. Jetzt ist alles erlaubt. Und ich glaube, es wird heute Abend von Seiten des Diners Clubs einige Kalorienbomben hageln. Das ist sicherlich möglich. Andererseits, wir kennen die Suzuki-Gun, wir kennen Minoru Suzuki, wir kennen auch Zack Sabre Jr. Und die werden sicherlich jede Gelegenheit nutzen, um ihre Gegner effektiv zu verknoten, auch wenn es jetzt momentan für Suzuki relativ schlecht aussieht. Denn die Teigware im Ring hat es tatsächlich geschafft, Godfather des japanischen Wrestling die Stirn blutig zu schrammen. Und das ging relativ schnell, aber ich glaube nicht, dass das Minoru Suzuki in irgendeiner Art und Weise stört. Und jetzt sehen wir etwas, was wir eben auch schon bei Leo Rodriguez gerne gesehen hätten, eine Gewichtsgrenze. Minoru Suzuki kann den Fetten nicht hochheben und bringt ihn jetzt erstmal in seine Ringecke, um dann zu wechseln. Ja, das könnte sicherlich ein probates Mittel sein, um sich hier gegen Martin Brett zu behaupten. Jetzt sehen wir auch, dass Emil Sitochi im Ring ist. Und ja, der hat in letzter Zeit durchaus bewiesen, dass er wieder etwas mehr Fokus hat, nachdem ihm die Geschichte um Matt Hardy und dessen Frau Rebecca doch etwas sehr stark und sehr lange aus dem Konzept gebracht hat. Aber ich glaube, er hat diese Phase inzwischen wieder komplett überwunden. Ja, ich glaube, das hat er allmählich hinter sich gelassen. Natürlich mit freundlicher Unterstützung auch von den Funky Monkeys. Wir haben ja noch ganz gut die Krankenschwester Will Ospreay im Kopf, der versucht hat, Emil Sitochi wieder auf andere Gedanken zu bringen. Das klingt jetzt verdammt zweideutig. Auf jeden Fall scheint dieses Thema eindeutig abgeschlossen zu sein. Sitochi ist im Ring wieder vollkommen beisammen. Und jetzt kommt der Wechsel wieder zu Minoru Suzuki, denn er liebt es, sich Herausforderungen zu stellen. Und diese Herausforderung nennt sich Venom und ist ein Monster. Ja, und das im wahrsten Sinne des Wortes. Also, er ist der Venom, ist das Arsen im Pudding des Diners Clubs. Und wir sehen hier auch sehr gut, warum sie ihn engagiert, manipuliert, organisiert, was auch immer haben. Denn er ist momentan derjenige, der Minoru Suzuki wirklich heftig zusetzen kann. Und momentan macht der Japaner oder hat der Japaner wirklich kaum eine Chance gegen Venom. Ja, man muss auch einfach sagen, nach der letzten Staffel, Minoru Suzuki schien eigentlich wieder auf einem guten Weg zu sein. Er hat zwar übelste Aktionen von Jay Briscoe und seinem Homefront Movement einstecken müssen, wie dieses Branding auf dem Hintern, aber dafür konnte er beim SummerSlam relativ simpel Chris Jericho wegstecken. Jetzt hat er natürlich hier eine ganz andere Baustelle. Platzwunde so früh im Match und dann hier direkt die großen Kaliber des Diners Clubs. Ja, vielleicht mutet er sich auch allmählich zu viel zu. Wir haben ja vorhin auch schon hinter den Kulissen gesehen, dass Zack selber sehr nachdenklich gewirkt hatte im Gespräch mit Marty's Girl. Und das kann hier natürlich ein weiterer Tropfen auf dem heißen Stein sein, der hier vielleicht die Suzuki-Gun wieder ins Wanken bringt. Ja, wobei man sich anstelle von Zack Sabre erstmal solchen Gedanken nicht widmen sollte, denn Chris Jericho hat es ja auch in der vergangenen Staffel angekündigt. Momentan ist es relativ einfach, Global Heavyweight Champion zu werden oder World Heavyweight Champion zu werden oder World Heavyweight Champion zu sein, wenn man einfach nur jemanden an seiner Seite weiß, der im Zweifelsfall einiges an Support mitliefern kann. Das haben wir eben gesehen bei Adam Cole, der ja von Mick Foley zum Ring begleitet worden ist. Mick Foley war ja mehr oder weniger das Mastermind
hinter dem Erfolg von Adam Cole. Wir sehen Zack Sabre Jr., der eigentlich bei jedem seiner Title Matches von Minoru Suzuki begleitet wird. Ja, und auch der Rumble-Sieger und ehemalige Number One Contender Jay Briscoe hat ja zwei Hilfskräfte, die er dann mit zum Ring genommen hat, wenn es eben darum geht, dass er halt wie so häufig alleine nicht bestehen konnte. Ja, und da vertust du dich aber an zwei massiven Punkten. Das finale Duell zwischen Sabre und Adam Cole war komplett ohne Begleitung und die letzte Titelverteidigung von Sabre gegen Briscoe war im Steel Cage. Also da war Suzuki auch nicht am Start. Aber ansonsten hast du natürlich recht. Wir können uns noch dunkel dran erinnern, wie Ewigkeiten Leute versucht haben, an die Spitze zu kommen und sich immer wieder irgendwelchen Stables auseinandersetzen mussten. Überleg einmal die Zeiten mit CJ Parker, wo er sich gegen die Wyatt Family und mitunter auch Raven gestellt hatte, obwohl Raven ja sein bester Freund war. Also das fing ja schon damals an mit Ignition, dass du nur in der Mehrzahl wirklich an Titelchancen kommst. Und das war ja auch etwas, was Chris Jericho in der letzten Staffel stark angesprochen hat, dass er gerne auch mal alleine an die Spitze kommen möchte. Und selbst Zack Sabre Jr. ist immer ganz knapp dran gescheitert und hat den letzten Schritt erst mit der Suzuki-Gun gemacht. Also falsch ist es nicht, aber die letzten Matches hatte Sabre dann auch alleine bestritten. Aber das ist natürlich eine Seltenheit. Bei ECW ist bei Paul Pitzer eigentlich immer jemand am Start. Immer vielleicht sogar zwei Leute und dann gibt es halt immer diese Triple Powerbomb. Das hat ihn natürlich schnell in Verruf gebracht. Aber auch hier muss ich da natürlich ein paar Sachen korrigieren. Im Match gegen Johnny Jackpot und JT Hammer war er alleine und kam auch super zurecht. Es sind halt immer nur einzelne Matches, die halt so wirken, dass die Stables immer in Überzahl da sind. In vielen Fällen ist es nicht so. Aber es sind natürlich Leute wie Pitzer und Sabre, die das gerne auch mal ausnutzen. Das sicherlich, aber hier ist an der Stelle auch keine linke Aktion mehr möglich, denn wir haben hier natürlich auch die Chance, dass die Stable-Teilnehmer offiziell mit im Match sind. Und jetzt sehen wir hier auch den Pizza-Cutter von Paul Pitzer gegen Marty Scurll. Das könnte es schon gewesen sein, aber das lässt sich Zack Sabre Jr. nicht nehmen, denn er will sicherlich auch noch ein Stück von dem amtierenden Global Heavyweight Champion haben. Ja, und jetzt sehen wir das Duell der beiden World Champs und das könnte, nein, doch, es wird der Pizza Driver. Ja, nur dass Sabre nicht der legale Mann war, sonst wäre das hier schon das gewesen. Aber Scurll kann die Chance nutzen und Pizza jetzt in die Ecke der Suzuki-Gun bringen. Das wird jetzt natürlich spannend zu sehen sein. Der Diners Club beschwert sich natürlich schon über diese Möglichkeit eines Doppelteams. Also bis jetzt ist überhaupt nichts passiert, aber Bread and Butter gucken schon wieder in den Ring. Ja, Bread and Butter, die Helene Fischer-Fans sind natürlich auch dafür bekannt, dass sie gerne mal ihren Reklamierarm so weit ausstrecken wie Jay Briscoe seinen anderen Arm. Damit muss man an der Stelle leben, aber momentan kommt Marty Scurll auch relativ gut alleine zurecht, nimmt jetzt hier auch Paul Pitzer ins Torture-Rack, was man auch nicht allzu häufig sieht und kann dann auch noch mit einem Backbreaker nachsetzen. Ja, und jetzt ist natürlich auch an Marty Scurll zu zeigen, dass er nicht nur das Kanonenfutter ist, das einfach den Pizza-Driver kassiert. Und aus dem Nichts, sage ich es schon, kommt die Graduation von Scurll gegen den Global Heavyweight Champion. Das war natürlich gut gemacht. Allerdings zählt der Referee den Count nicht, weil der Diners Club schon wieder komplett argumentiert. Und jetzt dürfte es auch schon wieder zu spät sein. Und Pizza kommt natürlich noch bei 2 raus. Ja, da sieht man mal wieder, wie der Diners Club arbeitet, mit welchen Methoden er versucht, sich immer wieder die Siege zu erschleichen. Und dann wird halt im Zweifelsfall der Referee abgelenkt, um eine Niederlage zu verhindern. In diesem Fall hat es was genutzt, aber es bleibt natürlich abzuwarten, ob Paul Pitzer nicht durch die Graduation doch stärker angeschlagen ist.
Ja, das werden wir jetzt auf jeden Fall sehen. Pizza ist jetzt auf jeden Fall wieder auf den Beinen. Emil Sitocci dafür nicht. Und wir sehen jetzt wieder den Wechsel. Und damit ist das auch erstmal komplett passé. Paul Pizza kann sich ausruhen. Und jetzt haben wir hier Tag Team Action quasi zwischen dem Mitglied von Bread and Butter und dem anderen Mitglied der Untamable Villains. Ja, das ist natürlich auch eine sehr interessante Paarung, aber wir wissen ja, oder wir haben es auch heute wieder gesehen, Emil Sitocci ist wieder richtig fokussiert und bei der Sache und er lässt sich sicherlich auch nicht von einem Martin Brett an der Stelle einschüchtern und das sehen wir hier auch. Er versucht weiter anzugreifen, auch wenn ihn sich jetzt Brett erstmal geschnappt hat und in die eigene Ecke geht. Ja, über ein vermeintliches Double Team meckern, aber gleichzeitig am liebsten zum Triple Team ansetzen. So ist der Diners Club, so kennen wir ihn und so hasst ihn im Prinzip jeder mit einem funktionierenden Verstand. Ja, und jetzt wird Martin Brett erstmal ordentlich platt gebuttert und der Nerf holt hinterher. Sitocci denkt gar nicht daran, seine Teamkollegen einzuwechseln. Diesen Teig will er jetzt selber kneten. Und das sieht auch ganz gut aus. Jetzt geht er nach oben. Was wird da kommen? Ja, und der Corkscrew Moonsault geht natürlich voll durch. Wahnsinnsaktion jetzt hier vom Niederländer. Und da hat er Martin Brett nochmal ein paar Zentimeter breiter gemacht. Dafür auch etwas flacher. Ja, und hier direkt hinterher der Snapmare Driver gegen Martin Brett. Und das könnte es schon gewesen sein. Emil Sitocci, Mattis Girl, Mingo Uzuzuki und Zack Sabre Jr. Suzuki Goon. Ja, und das war dann doch wieder ein verhältnismäßig schnelles Ende. Und Paul Pizza ist komplett außer sich, weil Martin Brett es wieder einmal verteigt hat. Und das ist natürlich nicht so schön für den Diners Club, so in eine neue Staffel zu gehen. Aber was für ein Abschluss ist das hier bitte von der Suzuki-Gun. Titel verteidigt, Suzuki gerettet und jetzt noch den Diners Club erneut in die Schranken gewiesen. Also beim Diners Club ist viel Nachholbedarf, aber Suzuki-Gun geht jetzt erstmal freudig in Urlaub. Ja, das haben sie sich sicherlich verdient, gerade auch mit der Leistung nach einer wirklich anstrengenden Staffel für alle Beteiligten. Ja, die gehen in den Urlaub, wir gehen nicht in den Urlaub. Wir sind nächste Woche wieder da, dann mit der aktuellen Staffel ECW. Ja, danke fürs Zuschauen. Seid auch nächste Woche ab 20 Uhr wieder auf diesem Kanal dabei, wenn wir in die nächste Staffel, in die sechste Staffel von ECW gehen. Und dann werden wir auch wieder sehen, wie ECW Wrestler Matches gewinnen. Ja, müssen sie an der Stelle auch, denn wir wollen nicht nur Draws sehen, aber warten wir mal ab. Bis dahin, habt eine schöne Woche, verfolgt uns natürlich in den Social Medien. Schaut auf Twitter rein, schaut auf Facebook rein, geht in die Twitter-Accounts unserer Wrestler, geht auf Twitch, geht auf Instagram natürlich, über Instagram-Channel solltet ihr nicht vergessen. Schaut euch auch gerne das, richtig, und natürlich das Real Life ab morgen dann auch auf YouTube zu sehen. Ja, ansonsten, du hast angesprochen, nächste Woche die nächste Show. Es war wie immer eine Freude mit dir zu kommentieren. Und von meiner Seite schon mal ein schönes Dank. Ja, das kann ich nur gerne wieder zurückgeben. Danke, dass du hier mitkommentiert hast. Und ja, dann verabschiede ich diese Woche die Leute und sage, macht's gut, bis nächsten Dienstag, bleibt uns treu, schönen Abend.
Guys, it's enough for me. It's fucking good.